Herzlich willkommen bei Sinneswiss, eurem Film- und Serienpodcast auf Schweizerdeutsch, zu einer weiteren Sonntagsfolge. Und wie könnte es passender sein? Was ist heute an dem Tag, wo diese Folge rauskommt? Mikado. Was? Das auch? Was ist noch? Sonntag. Eieiei. Um was geht es in dieser Folge? Ja, fängt etwa eine neue Jahreszeit an. Ach so. Korrekt. Nein. Wow, der Sommer. Hey, ist endlich der hure Winter, den der Frieden gerade überbrückt hat, endlich weg. Ich habe die dicke Jacke angezogen heute. Ja, genau. Ist es überhaupt Sommeranfang? Ist das richtig? Muss man das sagen? Sommerzeit haben wir ja schon gehabt, oder? Nein, es ist, ich glaube, die Umstellung auf Sommerzeit. Sicher? Nein, bin ich nicht. Darum töne ich so komisch, unsicher. Weiss ich nicht. Alex! Habt ihr euch nicht vorbereitet, Jungs? Jetzt mal unter uns. Ja, wir haben die Vorbereitungen so dermaßen offen gelassen, dass wir... Sommerzeit ist 26. Genau. Schön. Und heute ist der 26. März, also zum Erscheinen von dieser Folge, wir haben die Mitte Frieden aufgenommen, gibt es jetzt. Ja. Ist Beginn von der Sommerzeit und darum reden wir heute auch über einen Sommer voller Vorfreude. Wir besprechen unsere liebsten Sommerfilme. Filme, die so ein richtiges Sommerfeeling geben, weil eventuell ist das Wetter noch nicht ganz sommertauglich, aber es gibt so Filme, die in einen richtigen Sommer- und Ferienlaune, weißt du, so schönes Wetter und draussen und reinbringen. Und über die wollen wir heute reden. Und das können wir schon mal jetzt vorwegnehmen. Wir werden ganz viele Filme, die wir schon öfters besprochen haben, die werden wir vielleicht ein bisschen kürzer halten, aber hat doch der ein oder andere Sommerfilm schon dabei gehabt in unserem Oeuvre, in unserer Karriere als Podcaster. Was sind wir eigentlich? Ich bin der Alex und mit mir sind wie immer der Hill. Hallo zusammen. Und der Spike. Hallo. Kennt ihr noch? Ist meine Freundin sie? Kennt ihr? Jo, eben jetzt, es ist der Start von der Sommerzeit. Mhm. Ist das auch eure liebste Jahreszeit? Ist das Eine kleine Frage, wie weiß man, ob man jetzt vor- oder zurückstellen muss? Umso näher zum Sommer, du musst eigentlich immer die Uhr Richtung Sommer drehen. Also Sommer ist die schönere Jahreszeit, aber du kannst weniger pennen, das Negative. Winter ist, finde ich, weniger schön, aber dafür kannst du eine Stunde länger pennen. Gerade bei der Umstellung. Also Sommer tust du vorstellen. Ganz genau. Ja. Und eine kleine Eselsbrücke. Also das ist ja auch ein Eselsbrück. Du hast immer den Uhrzeiger Richtung Sommerzeit quasi bewegen. Also immer nach vorne. Oder wenn die Sommer schon quasi durch ist, dann tust du nach zurück. Im Eselsbrück. Einfach, was ist näher? Im Sommer tust du den Stiel rausbringen, nach vorne. Ja. Im Winter nimmst du sie wieder rein, also zurück. Du bist ein Fuchs. Ja. Er hat einfach Ahnung von ein Lifehack vom Hill. Ja. Ist gern geschehen. Ist es eure liebste Jahreszeit? Ja, absolut. Ah, wirklich? Oh. Ja, voll. Also, im Winter oder Sommer? Im Sommer Winter. Nein, ich mag Winter so. Überhaupt nicht. Ich finde Winter schon so. Gar nicht. Ich finde es auch geil. Etwas Erotisches, ich finde es schon. Hä? Was? Etwas Erotisches? Nein. Ach. Schon Frauen in Händchen oder was? Oder ein Mützli oder was geht's? Nein, ich finde es... Also mit dem Schweißbrenner einen riesen Kamin führen, entfachen und dann vorne dran eine Frau brutzeln, weil sie so kalt hat von draußen. Ja, okay, von mir aus kann man machen. Im Sommer finde ich es schön, dass die Öben sind lang und du kannst, es ist warm draußen. Ja. Also, aber so wirklich sonst in der Pratsche Sonne, das ist jetzt so mein Ding. Gar nicht. Im Winter ist es halt einfach, ich finde, dass eigentlich alles schläft so ein bisschen, es ist so alles kahl. Wenn es noch Schnee hat, Schnee. Das ist für mich so ein bisschen halt. Ja, das finde ich schön. Ja, ja. Aber Herbst und Frühling, ich finde, eigentlich steht das noch. Also, alle Zeit ist schön. So, ich glaube, wirklich, ja. Ich glaube, wir sind wirklich. Also, mal abwarten, wie es mit dem Klimawandel weitergeht. Aber es ist schon schön, dass man verschiedene Jahreszeiten hat. Das macht schon Laune, ja. Das stimmt schon. Jeder setzt seine Vor- und Nachteile. Okay. Ja. Nein, ich mag halt. Ich kann Kälte nicht ausstehen. Okay. Ich habe genug gefroren in meinem Leben, muss ich echt nicht mehr haben. Okay, ja, verstanden. Also ich finde auch Sommer am Oben finde ich cool. Eben, wenn du lang draussen hocken kannst und eben nicht kalt haben, oder?
Aber man hat einfach draußen sein. Aber so am Tag durch finde ich es eigentlich ultra unangenehm. Ja, gut, aber dann trotzdem auch wieder halt Sonnenstrahlen, Vitamin D, wo du automatisch aufnimmst. Wenn es dann kannst aufnehmen, ist auch ein bisschen anders. Aber ja, hey, einfach mal grundsätzlich ist halt auch so die Grunddepression in der Menschheit im Sommer weniger stark als im Winter, weil halt alles irgendwie nass und kalt und dunkel und so weiter und so fort. Eben nicht. Schon auch. Im Sommer ist es aber höher. Weil sie sind im Winter krank geworden und im Sommer ist dann der Peak, dann hast du ja die meisten Selbstmord. Ja, das ist ja, aber dann musst du für das wenigstens nicht die dicke Jacke anziehen. Ist auch schon mal gut. Ja, also stirbst du ja beim Aufprall. Im Winter ist es toll, wenn du auf Sofa sitzt und es draußen ist kalt und du dich so eindecken und schaust einen Film. Ach, ich lieb's. Ich mache es auch im Sommer, weil ich eine Decke muss. Ja, genau. Und dann liegst du unter drei Decken, ne? Es ist gerade so wunderbar und dann, Scheiße. Ich würde jetzt gerne ein bisschen lauter schalten. Ich will es aber die Hand nicht unter der Decke wegen der für die Fernbedienung. Gerade wenn du so Sissel bist, hey. Du bist unser Militärexperte. Ja, genau. Der Harte. Dort habe ich mir ständig den Arsch gefroren. Genau darum kann ich es nicht ausstehen. Nein, ich kann es wirklich nicht ausstehen. Bin okay. Richtig hässig. Ja, nein, ich kann lieber, ich tue mich lieber wärmer anziehen, als dass ich irgendwann einfach nicht mehr weiss, was machen. Auch blöd gesagt, viertel Blut kann hier hocken und gleich schwitzt wie Sau. Das hasse ich. Das hasse ich wirklich. Außer ich mache Sport, dann ist klar. Aber sonst, wenn ich einfach nur hier hocke und es fängt an zu schwitzen. Klappst du am Sofa. Furchenschweiß und so Zeug. Das ist einfach unangenehm. Das ist mir so scheiße. Ach, Spaß so. Obwohl, gut, ich schwitze nicht so stark. Vielleicht stört es mir wegen dem nicht so sehr. Ja, das ist hilfreich. Ja, das kann. Ja, ja, ja. So, ja, Sommer. Toll. Und ich meine, was ist auch typisch Sommer? Natürlich. Sommerhits. Oh Sommer, jeder Sommer hat doch immer einen Sommerhit. Ich erinnere an so Hits wie Macarena, Coco Jumbo und so weiter. Maria. Was ist euer liebster Sommerhit? Wo ihr sagt, okay, der nervt mich nicht, den finde ich eigentlich geil. Der ist für mich wirklich so Summer-Feeling. Weißt du? Stellt euch vor, ihr habt die erste Sommerparty draußen auf eurer Terrasse oder im Garten. Und du sagst, okay, jetzt musst du einfach mal einen Song bringen, der so ein typischer Sommerhit ist. Und der geht doch noch nicht auf den Keks. Welchen würde er laufen lassen? Zum Beispiel das Titellied von Miami Vice. Oder der ganze Soundtrack von Miami Vice. Ja, ja. Gute Wahl. Ja. Das Problem ist, wenn eine Sommerhitze, die werden so auf und ab gespielt, egal wo du ankommst, die gehen alle auf den Sack. Also ich komm nicht jetzt. Ich wüsste es nicht mehr. Also. Du bist doch so ein Bailando-Typ, oder? Bailando, Bailando, amigos, adios. Oh yeah. Sehe ich schon ein bisschen dazu. Nein, er ist doch Sci-Fi-Fan, so Eiffel 65. Ah ja, I'm blue, da. Nein, sag ich. Gut, das ist nicht mal im Sommer, aber das ist halt so eine Nostalgie. Mm. Ja, das ist vor allem auch eine Lebenseinstellung. Wie oft sind wir blue? Nein, aber ansonsten? Also bei mir ist ganz klar, ich habe mir mega lange überlegt. Nein, eigentlich gar nicht. Ich habe jetzt auch spontan überlegt. Ich habe die Frage. Was mir gerade in den Sinn kommt, da finde ich, der geht wirklich immer. Ist der Dings, der Lambada-Song. Oh nein. Das ist ja schon lustig, weißt du, Sommerhits sind eigentlich praktisch immer so ein bisschen latinisch angehaucht. Oder gut, Reggae ist auch oftmals der Fall, weißt du, ja, so Sunshine, Reggae. Oder I'm girl, I'm gonna make you sweat. Sweat till you can't sweat no more. Ja, ist das so mehrheitlich? Oft. Ja, Eurodance hat natürlich viele Sommerhits gehabt, aber das ist einfach halt so die 3-4 Jahre, wo einfach Eurodance das Ding war, zumindest in unserer Region, oder? Ja, nicht so lange, glaube ich, der Trend, oder? Schon? Also gefühlt die ganzen 90er Jahre. Ja, nicht, du hast einfach immer die gleichen Lieder gelöst. Nein, ich glaube, das war nicht so lange gesehen, da drin. Nein, schon? Ist schon recht lang. Okay. Und dann je nach Region ja noch viel. Holland und so weiter und so fort. Das ist ja. Das läuft glaube heute noch. Ich finde die Sonne von Rammstein. Ist nicht Sommer, aber hat mit Sonne zu tun. Hier kommt die Sonne. Ist ja übrigens schon mal geschrieben worden für Boxer. Ah ja. Darum zähle ich es auf 10. Ich meine, das ist einfach wieder einer von seinen Tagebücheinträgen. Wie alle Texte. Von seinen. Ja. Auf jeden Fall, Thema Sommerzeit, da habe ich ein paar Fakten für euch. Werden gerade eure Ohren werden anfangen zu quackeln. Was denkt ihr? So prozentuell gesehen. Wie viele Länder befolgen tatsächlich den Wechsel auf die Sommerzeit?
Also Türkei also, nicht. Moment, prozentual gesehen? Ja, ungefähr kann ich sagen, ein Drittel, ein Viertel, die Hälfte, drei Viertel, sowas. Aha, okay. Also von der Weltbevölkerung oder von Europa? Von allen Ländern auf der Welt. Also Sommerzeitumstellung. 2%. Was? Ja. Das ist. Nein, also da bist du ganz weg. Ja, dann bin ich so. Also es ist eher mittelmäßig Bilanz, sind 40% ungefähr von den Ländern, die eine Zeitumstellung machen. Tatsächlich aber, und das ist wirklich so, die allermeisten Länder davon, die sind in Europa. Da ist praktisch der ganze Kontinent mit ein paar wenigen Ausnahmen. Aber jetzt ist es richtig interessant. Ich habe ein paar Sachen gefunden durch Cajuns Loch. Es gibt sogar ein paar Länder, die dann ihre Bürger, weil man sagt immer wieder, es gibt ja immer wieder Diskussionen, oder? Weißt du, wegen Biorhythmus und so weiter, oder? Dass es nicht nur gut ist, oder? Bla bla. Millionen, so. Milliarden Verlusten. Ja, es gibt das, es gibt aber auch das Gegenteil im Fall. Ich habe mich reingelesen, es gibt beide Parteien. Und ich habe mich noch nichts wegen entscheiden. Macht euer eigenes Bild. Aber was sicher ist, es gibt ein Land, das hat sogar mehrere Sommerzeitperioden. Und zwar ist das bis 2018 zum Beispiel in Marokko gesehen. Dann hat es die normale gegeben, von März bis Oktober. Und dann hat es aber nochmal eine zusätzliche gegeben, also in der Hochsommerzeit quasi. Mhm. Also die sind richtig crazy drauf gesehen. Und der Grund, und dann hat es wieder Pause gegeben. Also sie sind quasi wie für einen Monat lang, jetzt nehmen wir mal runter, wie gut ich aufpasse, in Marokko, he? Für einen Monat haben sie wieder Pause gemacht von dieser Sommerzeit. Mhm. Sind wieder in die normale Winterzeit quasi gegangen, aber nur für diesen Monat. Habt ihr eine Idee, warum? Sie haben zwei Monate gesehen, oder sie? Ein Monat. Ein Monat, also es ist auch wie wir halt die quasi eine Sommerzeitperiode, aber in dieser Zeit gibt es einfach einen Monat, wo sie nochmal zurückgehen. Jetzt muss ich echt röteln, aber Marokko ist ja, glaube ich, größtenteils muslimisch. Dementsprechend würde ich sagen, für Ramadan. Sehr schön, ganz genau, ja. Weil das halt in dieser Zeit reingefallen ist, oder? Und da geht es ja darum, oder, zu fasten bis zum Sonnenuntergang. Und darum haben sie quasi in dem Monat, dass sie nicht noch länger mehr gefühlt warten, haben sie das dort immer angepasst. Ist aber jetzt eben Zeit, die Zeitumstellung ist abgeschafft seit 2018. Okay. Aber gleich ein Fun Fact, den ich recht spannend finde. Mhm. Ja? Das geht auf den Kalo essen. Also. Ist ja der gleiche Effekt. Mhm. Ja, gut, das sagst du jetzt. Ich meine, es ist ja, weil die Sonne geht unter, das heisst, alle sehen sie ja nicht mehr. Sie können einen Kalo gehen und dann sieht man es auch nicht. Ja, das, also, Allah sieht alles. Nein, eben nicht. Ja, aber das ist jetzt wirklich also ein gefährliches Halbwissen. Nein, also, es welche gibt, die beschissen. Aber, ja, es gibt sicher Leute, die beschissen, aber es gibt viele, die das hardcore durchziehen. Absolut, viele. Kenne ich auch. Also. Also, es ist ein kultureller Anlass, es ist eigentlich nicht mal unbedingt das von dem. Aber, und jetzt kommt's, und jetzt nimmt sie wunder, was ihr dazu sagt. Im 1999 hat die Zeitumstellung tatsächlich aber auch Leben kostet, aber ganz viel Leben gerettet. Habt ihr eine Idee, warum? 19. Einfach mal spontan. Das Jahr ist eigentlich nicht so relevant, sag ich mal. Also ich sage es einfach eben, es ist im 1999 gewesen, aber das Jahr ist nicht so wahnsinnig spannend. Aber es hat die Zeitumstellung dafür gesorgt, dass es zwar Tote gegeben hat, aber viel weniger Tote, als es normalerweise gegeben hat, ohne Zeitumstellung. Das heisst, die, die Gewalt sind in dieser Zeit, ist die Zeit zurückgestellt worden, dann hat es gar noch nicht gegeben. Das Jahr ist wirklich irrelevant. Weil irgendwie eine Naturkatastrophe war und wegen der Zeitumstellung noch ein paar Leute noch am Pennen waren und noch gar nicht am Arbeiten waren oder auf dem Arbeitsweg. Ja, kein schlechter Tipp. Hm. Es ist tatsächlich so gewesen, im 1999 hat es einen Terroranschlag verübt werden in Israel. Und statt ganz viele Leute gestorben wären durch eine Bombe, sind nur die drei Terroristen gestorben. Und zwar ist Folgendes gesehen: Die haben einen Zünder für eine Autobombe gemacht, also eine Bombe gemacht oder so, und haben da auf, weil das ist in Palästina gesehen, oder, und haben da Sommerzeit eigentlich eingestellt. Und dann sind sie in der Einreise, haben sie die Uhr zurückgedreht für die normale Zeit dort. Und durch das ist die Bombe eine Stunde früher explodiert, als sie eigentlich geplant haben. Also quasi auf dem Weg, um die Bombe ablegen und um irgendwelche Leute in die Luft jagen, oder ihre Feinde, hat sie sich selber verjagt. Und hat in Anführungszeichen nur drei Tote gegeben, anstatt mehrere hundert. Wo der Anschlag eigentlich Gold hat. Darum schickst du für eine Bombenattentat normalerweise nicht die drei grössten Trottel in deiner Organisation. Ja, ist schon sehr dumm gelaufen. Also, nein. Das muss man schon mal sagen. Und jetzt kommt es noch. Für viele
gültet ja das Zeitumstellung, so wie wir sie jetzt heute kennen, dass die tatsächlich im Ersten Weltkrieg entstanden ist. Oder? Und zwar in Deutschland und in England. Oder? Das ist alles nicht ganz richtig, weil man mittlerweile herausgefunden, dass es ein bisschen früher noch war, und zwar im Jahr 1908 ist das erste Mal an der Uhr gedreht worden. Habt ihr eine Ahnung, in welchem Land? Oh, jetzt muss es das Land damals noch gegeben haben. Vor dem Ersten Weltkrieg ist das noch. Ja. Ja. Es gibt ja nicht nur Europa, aber okay, ja, korrekt. Ja, ja, aber nein, gerade zur Zeit vom Ersten Weltkrieg haben sich so viele Länder verändert. 1908 ist erstmal an der Uhr gedreht worden. Ja, warte mal, hat es Preußen noch gegeben? Pink Pent, oder? Ja, keine Ahnung. Damit aus Land übrigens, ein kleiner Tipp. Ja. Die haben das bis heute noch mit der Sommerzeit umstellen. Mhm. Und damit ist das Land mit der längsten Zeit, wo sie das schon machen. Naja, die Chance ist gross. Kaiserreich Österreich. Hill? Japan, keine Ahnung. Es ist Kanada tatsächlich. In Kanada ist das, hat es eine Ortschaft gegeben, wo sie das schon viel früher gemacht haben, aus diversen anderen Gründen. Das ist vor allem ein bisschen. Weil halt schon im nördlichen Teil, oder? Also halt relativ früh dunkel geworden ist, etc. Ach, und sie einfach gefunden haben, so, hey, komm, wir das hier mal anpassen. Ist allerdings auch erst viel, viel später. Also, es ist relativ lang, hat man den Glauben gehabt, dass es erst Wege gegeben hat, die Länder dort. Ja. Und jetzt kommt es noch. In welchem Land hat es nur ein einziges Mal eine Zeitumstellung gegeben? Weil sie also nach dem einen Jahr wieder abgestellt haben, weil sie gefunden haben, nee, passt nicht. Das hat noch andere Gründe gehabt, ja. Türkei. Nicht schlecht, aber nein. Griechenland in dem Fall. Nein, es war Bangladesch gesehen tatsächlich. Ja. Bangladesch hat im Jahr 2009 einmal die Zeit umgestellt. Ich dachte, das ist eigentlich eine coole Sache. Und nächstes Jahr, nein, ist okay, wir nehmen es wieder. Machen wieder zurück. Ich denke, mit dem Streit, so wie sie dort, man darf nur eine halbe Stunde stellen in der Mitte, dann ist es gut für alle. Ich meine, ich denke daran, ist das Ende 80er? Ich glaube, nein, es war 90er gewesen. Da hat der Christoph Blocher, SVP, ja, der hat ja auch ein Referendum ergriffen dagegen, oder? Mhm. Allerdings ist es gescheitert, weil zu wenig Unterschriften dagegen gesehen sind. Man hat auch gefunden, Frauen müssen nicht wählen, das ist immer so gewesen und das ist Tradition. Also nicht wählen. Ja. Weißt du, was Frauen wählen? Du hast gesagt, Frauen gehen wählen. Nein, das ist immer schon so gesehen, das stimmt nicht ganz. Ja. Nein, was zum Gang ist, dass Frauen dürfen wählen. Ja, ja. Man hat auch ja gefunden, kann, nein, sie sollen nicht, weil das ist Tradition, das ist immer so gesehen. Und toller Typ auf jeden Fall. Ist das schon in den 70er Jahren in der Politik gewesen? 70, 80, ja, ja. Also es ist. Ich meine, da ist jetzt. Ist das für 77, 78? Ist ja das Frauenwahlrecht eingeführt worden? Hä, ja, das ist jetzt. Ich weiß nicht genau, wie lautet das, aber das ist schon ewig so. Aha. Ja. Ja, und dann hat er gefunden, dass du ein bisschen zu leid leben, schick meine eigene Tochter. Nein, heute finde ich, es ist richtig, dass man das nicht gemacht hat und wir sind immer dabei gewesen und wir haben gekämpft dafür, weil für uns ist starke Frauen, wie Politik ist. Also das ist immer so. Okay. So, gut. Das war so der Fun Fact zum Thema Sommer und jetzt gehen wir zu unserem Sommerfilm. Und ich würde vorschlagen, Spike. Ich hatte Dings gehabt. Ah, was? Entschuldigung, hast du auch noch etwas? Ja, eine, ja. Ja, eine habe ich auch. Der Eiffelturm, der wächst im Sommer um 30 cm. Also da in Paris, oder redest du jetzt aus eigener Erfahrung, was läuft da bei dir? Mein wächst nicht noch im Sommer 30 cm. Aber ein anderes Thema. Ja, aber es ist halt wegen der Hitze, wegen dem Eisen und dem Spiel. Jo, ja, ist halt reine Physik, wer mit denen aus, kriegt jetzt hier zusammen. Also im Winter bin ich ja 3 cm kleiner. Wer kennt es nicht? Im Winter, wenn wir so am Match sind oder so, da stehen wir alle ein bisschen näher zum Pissoir als sonst. Ja. Das ist ein bekanntes Phänomen. Ja, und ich hocke euch immer auf der Schulter, damit ich überhaupt etwas sehe. Richtig. Und es gibt fairerweise gewisse... Was? Es gibt fairerweise gewisse, die stehen immer ein bisschen zu weit weg. Das ist ja das andere Problem. Das ist dann, wenn du noch einmal reintrampst und denkst so, hey, nein, ey, welche Sau. Gott, verdammt sich. Schlimm, peinlich, aber wahr. So, aber jetzt gehen wir mal zu den Sommerfilmen. Den Film, wo wir sagen, ja, da fühlen wir uns richtig sommerlich, da gehen wir steil. Und wo ich mich da vorbereitet habe, weiss nicht, wie es gegangen ist, ich habe ganz viele Filme gefunden, habe mir einfach mal ein paar aufgeschrieben, die so in den ersten Kopf in den Sinn gekommen sind. Und dann bin ich mal so ein bisschen geforscht im Internet, was so ein bisschen so Listen gibt und bla bla bla. Oder doch ein paar, eine rechte Zeit verbracht. Und ich habe gemerkt, es gibt ganz viele Leute, die sind meiner Meinung, oder zumindest nicht so Listen, und da haben wir jetzt probiert, ein paar von diesen
vermeintlich üblichen Verdächtigen habe ich schon drin, aber ich habe noch extra ein paar ausgesucht, die vielleicht jetzt nicht jeder gerade als klassischen Sommerfilm nimmt. Und da bin ich jetzt mega gespannt, was der Spike als seinen ersten Film nennt. Mein erster. Jo. Mein erster ist aus dem Jahr 1991. Oh, wenn wir wieder roten? Ich habe gerade überlegt, sollen wir nicht? Es geht halt immer länger, aber ich glaube, unsere Zuhörer finden es auch noch spannend. Komm, wir machen es einfach. Ja, sonst, wenn wir nachher viel zu lang haben, dann können wir es ja wieder abstellen. Oder wir kürzen es einfach. Mal, ja, gut, also. 91, komm, einfach die Fakten. Obwohl, es ist eigentlich viel zu einfach. Es geht primär um eine Kriminalgeschichte, aber vor allem auch um eine Sportart. Es kommen verschiedene Präsidenten drin vor. Point Break. Ja, natürlich. Point Break, gefährliche Brandung. Natürlich stark. Für mich vor allem ein Sommerfilm wegen der vielen Surf-Szenen, auch mit der Naturverbundenheit von dieser ganzen Truppe, wie sie auch wirklich dort über das Meer reden und alles. Und ich habe mir wirklich überlegt, was ist für mich ein Sommerhit? Für mich gehört da definitiv auf jeden Fall Sonne, Wärme und meistens wirklich Wasser dazu. Das ja. Ist ein Element, ja, das hat schon etwas, ja. Und, schon... also, und gerade Kalifornien, Strand, Surfen. Das ist eh das ganze Jahr Sommer, das ist nie. Ja. Außer jetzt gerade, jetzt sind sie gerade zugeschneit. Ja, das ist kacke. Für die, ja. Sie kennen es nicht. Scheiße Klimaanlage. Ja. Kann man die Form stellen? Nein. Ja, Point Break. Ja, Patrick Swayze und Keanu Reeves. Schöner Film. Ja. Ja, ist schon cool. Ist schon cool. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, wirklich so einer der prägnantesten Filme von diesen beiden, finde ich. Ah, definitiv. Ja. Also, ich glaube, bei beiden, wenn man so die ersten. Also, wenn man fünf Filme pro Schauspieler. Ich glaube, schon fünf sagen, ja. Ja, aber würde, glaube bei beiden der auch vorkommen. Ja, also, wenn du beim Swayze sagen. Zuerst noch Dirty Dancing oder Roadhouse sagst, verstehe ich. Aber spätestens dann müsst langsam Point Break kommen. Ja. Gut, wer weiß, beim Swayze, natürlich klar. Auch weil halt nicht mehr unter uns, ja. Auch nicht ganz die gleiche Länge an Karriere. Ich meine, du musst denken, oder? Ich meine, der Keanu Reeves ist ja fast zeitgleich eigentlich gross oder bekannt worden. Ja, mehr oder weniger. Ja, also ja. Es sind ein paar Jahre dazwischen, nicht viel mehr. Und ich meine, und der Keanu ist immer noch voll, immer fett dabei. Ich meine, haben wir ja auch erst gerade keinen Erfolg. Das sehen. Ja. Zu diesem Zeitpunkt kann man das sagen. Ist aber auch mal im Moment ein bisschen weg vom Fenster. Hat auch immer wieder seine... Ja, klar, das ist richtig. Ja. Aber gleich, ich meine, er hat schon also, ja, ein krasses Oeuvre. Durchaus, oder? Einfach vor allem eine lange Zeit, wo er eigentlich vorne... Also, weißt, immer wieder dabei ist, das muss man schon sagen. Ja. Aber ja, sehr schöner Punkt. Point Break ist cool. Bin ich bei dir. Mag ich auch sehr. Habt ihr mal das Remake gesehen? Nie traut. Ich auch nicht. Wobei, du hast ja auch das Remake von Footloose gesehen und bist ja auch positiv überrascht gewesen, tatsächlich. Das ist wirklich mal ein Remake, das mich sehr positiv überrascht hat. Absolut. Vielleicht müssen wir uns dann mal... lieber Grüße an Milo von Streamaway. Weil der hat ja nur den gesehen und der hat ihn sau geil gefunden. Ja. Habe ich mal in einer Folge von ihm gehört. Okay. Von ihnen gehört, ja. Ja. Ich traue mich gleich nicht an, aber ja. Ja, könnte man vielleicht mal machen. Also gut. Oh. Point Break, erste... Ich sehe da gerade, er hat da so alles mitspielt. Ja, ich schaue da mal. Point Break, erster Tipp, der vom 91. Hilly. Jawohl. Was mich immer so an Sumo erinnert, oder sich Sumo-Feeling aufkommt, ist, es braucht schnell der Jingle für unseren Sponsor. Ist so am Rhein hocken, an Rhein hocken und in Rhein schauen, also in dem Stil, ne, wo Wasser gehört dazu, aber was dazu gehört, ist, wenn man es jetzt aus dem Rucksack und besser noch ein Eistäschchen dabei hat, also ein kaltes, frisches Ulibier nimmt. Oder noch besser, man ist gerade in der Fischerstube und kauft dort frisches. Oder Brauber auf der Aussenterrasse. Absolut. Und sieht dann den Rhein, man hört im Hintergrund und trinkt dann so ein frisches, schönes zapftes Referenz. Das ist so, ja, dann ist Sommer so, da kommt so eine Träne im Auge. Dazu noch etwas feines Essen. Absolut. Schön draussen. So schöne kalte Platte. Ein Wurstsalat, der noch richtig durch ist von der Sonne. Nein, der überlebt ja nie so lange, so gut ist der. Viel Mayonnaise in der Sonne. Sehr schön. Also, herzlichen Dank an unseren Sponsor. Ist das jetzt auch dein Filmtipp gesehen? Kannst du einen Film schauen, geht doch einfach in die Öli Braubar. Das ist aber nicht so verkehrt. Das ist eigentlich genial. Aber ich glaube, man will schon einen Film kombinieren nennen. Ist aber auch wichtig. Ja, ich habe einen aus dem Jahr 2000. Mhm. Von Regie Danny Boyle.
Ah, The Beach. Genau. The Beach. Abenteuerdrama, wie gesagt, 2000 mit Leonardo DiCaprio. Wer? Ich hätte fast in die Negativliste genommen. Wirklich? Ja, es ist jetzt aus einer, ist in einer Zeit rausgekommen, wo ich den DiCaprio nicht mehr sehen konnte. Ja, du, ich sag mal, als jung war jeder so, dass du eh nicht verzögert, dass du einen Film mit ihm lügst. Nee, du lügst DiCaprio. Außer Gilbert Grape. Das haben alle verstanden. Das ist mir aufgefallen. Weil er dort halt einfach geistig halt, minder bemittelte. Genau, wenn er so der Frauenheld halt geworden ist und so, dann ist es so. Ja. Der Beach hat halt schon von der Landschaft her mega tolle Bilder. Kann man nichts sagen. Ja, ich habe auch in meiner erweiterten Liste habe ich den auch dabei, so als Ausweichsfilm. Von dem finde ich es cool. Hast du den jetzt schon genannt? Hat es schon gelohnt? Ist ja der Strand, der besagte, ist ja, glaube ich, erst kürzlich mal wieder aufgemacht worden für Touristen. Hast du auch zugesehen? Ja, weil halt jeder Double gemeint hat, ich will an den Franco, der Beats dreht worden ist. Ja. Und das ist halt so eine Riese auf der Natur, ist halt voll scheiße. Ja, und ich meine, in Thailand wissen wir ja, Touristen kommen nach der Natur, bekanntlich. Ja, genau. Alright. Hey, nein, The Beach, ich hatte auch eine Liste gehabt. Ist ja auch ein cooles Buch. Ist ja ein Buch für Filmung. Ja, genau. Ich glaube, es heisst aber anders. Nein. Der Strand. Der Strand heisst The Beach. Ja, ja. Also, das ist nicht so anders. Das ist einfach ein anderer Spruch. Aber einfach der Schluss im Buch ist einiges krasser. Aber da hat halt die Produktionsfirma ein bisschen im Danny Boyle reingeschnurrt. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich habe da vor allem auch reingenommen, weil der hat auch einen richtig coolen Sommer-Soundtrack gehabt. Der hat mega viele gute Lieder gehabt auf dem Soundtrack. Weißt du, also in dieser Zeit so geile Bands, so Underworld ist drauf gesehen, Moby mit Porcelain. Ja. Natürlich auch All Saints. Sind nicht Dinge mit Pure Shores. I'm moving, I'm coming, can't you hear what I hear? Take me to my beach. Hey, ich finde das Song heute noch grossartig. Ist für mich ein richtig guter Pop-Song. So Filmszenen drin vor? Filmszenen und sie immer so ein bisschen überbelichtet. Nein, so also unterbelichtet, weißt, so ein bisschen wie mit einer Nachtsichtkamera. Unterbelichtet sind sie sowieso. Was willst du jetzt sagen? Hoppla! Nein, aber ein cooler. Ich habe auch wirklich mögen. Ich habe allerdings auch wirklich seitdem im Kino. Ich glaube, ich habe den nicht mehr gesehen seitdem. Ich auch nicht mehr. Ich glaube wirklich nicht. Ich weiß, ich bin rausgelaufen und gefunden, Moll hat einiges gehabt. Ich habe einiges auch durchgefunden. Die Thai-Attacke war recht geil inszeniert. Das habe ich mir nicht geachtet. Ja. Aber ja, wir werden nicht spoilern. Aber das ist ja, ich meine. Ja, es sind so ein paar Kiffer, die ganze Zeit im Wasser rumhängen, dass irgendwann mal ein Hai kommt, ist eigentlich schon fast safe, oder? Also, ja, nein, aber ich hatte eigentlich auch. Und eigentlich die Idee dahinter ist ja schon recht stark. Mhm. Ich finde, das kommt an dem Buch viel, viel mehr zum Tragen. Mhm. Und eben, dass wir bauen hier außerhalb von dieser Zivilisation unsere eigene Zivilisation, wo alles geht, oder nichts muss, Stil. Aber gleich, auch dort funktioniert sie nur mit Regeln. Und plötzlich eskaliert es halt an Diskussion. Genau. Weil das ist halt immer so, oder? So also sind wir Menschen. Wir sind einfach da eigentlich. Wir sind eigentlich wie fucking Lemming, oder? Irgendwie wird es immer schlimm. Alle sind gleich, manche sind gleich. Es ist halt immer überall gleich. An der Fakt. Ist ja so, ist ja so. Aber ich finde auch, und zumindest so bis, sag ich mal, zur Hälfte, wenn es gerade fast drei Viertel vom Film, ist sicher eine schöne Sommeratmosphäre. Das ist wirklich Bock, mal da hin zu gehen. Das stimmt schon. Auf Disney Plus übrigens ist noch. Ah ja, kann man da schauen gerade aktuell. Ah, sehr cool, sehr cool. Das habe ich jetzt bei meinen Filmen nachgeguckt. Weil ich weiß ja, unsere Söhne noch zu. Die haben ja alles auf Blu-ray. Wenn ich jetzt sage, mach nur eine Liste. Film, so. Habe, kommt alles vor, was ich auch habe auf meiner Liste. Ja, mindestens die Hälfte davon habe ich aus dem DVD-Regal abgelesen. Bei mir. Ah, wirklich? Ja, mache ich sehr oft. Ich fange immer mit dem DVD-Regal an und dann. Ja. Das mache ich auch bei deinem DVD-Regal. Ja, glaube ich. Oftmals sehen, wenn du gar nicht rum bist. So heimlich. Ja, hast schon gedacht. Irgendwie, wenn ich am nächsten Morgen verwacht, denke ich, nein, so viel Bier kann ich alleine nicht getrunken haben. Ich habe schon wieder leer. Da muss wieder das Alexli vorbeikommen sein. Aber ist schon okay, darfst du natürlich. Ja, natürlich. Ich glaube, es ist der einzige Film auf dem Streamingdienst nehmen zu finden, den ich schon nie habe. Alright. Gibt es so viele Möglichkeiten, Filme zu schauen, das ist ein Traum. Ja. Dann mein Film, oh, es hat fast verrotet, der Titel, wir haben ja so. Der ist aus 2019. 19? In der Hauptrolle der Zach Gottsagen.
sagt doch sicher mega viel. Mhm. Bruce Dern hat eine Rolle. Dakota Johnson hat eine Rolle. Shia LaBeouf. Mhm. John Bernthal. Und der ein oder andere richtig coole Wrestler. Ja, und LaBeouf, Jetzt sind der Buff. Ja, das ist extra in so einer Reihenfolge vorgelesen, was mich verwirrt, du blöder Sack. Ja, ich kann es auch umgekehrt vorlesen. Nein, das ist schon so. Shia LaBeouf. Ja, ja. Dakota Johnson, John Berthold, Bruce Dern, Zach Gottsagen. Dakota. Oder Segen. Dakota. Ganz sicher. Verdammt. Aus dem 19. Ja, und es ist ein sehr beliebter, bei den Amis, sehr beliebter Brotaufstrich. Ist Teil vom Titel. Peanut Butter. Peanut Butter Falcon. Ganz genau, der Peanut Butter Falcon. Ja. Also Tyler Nielsen und Michael Schwartz haben schon mal darüber geredet, was darum geht, um den Bub, oder? Eben gespielt von Zach Gottsagen, der Zach, der heißt auch so im Film, der Trisomie hat, oder? Neben einem Altenheim aufwächst, oder? Irgendwo so in Florida ist das, glaube ich. Und dann haut er ab aus seinem Pflegeheim, weil. Eben, es gibt halt kein Pflegeheim für Leute mit seinen Bedürfnissen. Mhm. Und darum ist er einfach in einem Altersheim. Mhm. Und er will einfach nur eines: Wrestler werden. Und dann haut er ab und unterwegs trifft er unter anderem so Tagelöhner wie eben der Shia LaBeouf in einer von seinen, meiner Meinung nach, coolsten Rollen. Und eben der Dakota Johnson als Journalistin und so weiter und so fort. Und macht sich auf den Weg, eigentlich seinen Traum, Wrestler zu werden. Und durchstarten, macht sich auf diesen Weg. Und das ist für mich einer der herzlichsten, schönsten Filme. Und wo ich da drin war, weil, klar, eben, es ist halt immer heiß. Also die Leute sind immer verschwitzt in diesem Film. Mhm. Halt, ja, es ist richtig flott. Weißt du, die schwülstige Wärme, weißt du, eben die nicht geil. Die hoch in Luft, die ich eigentlich nicht gerne habe. Yeah. Ja, genau. Aber irgendwie, und das ist mir auch noch fast wichtig, bei den meisten, nicht ganz bei allen, aber bei den meisten Sommerfilmen, ist ja auch so ein bisschen, weißt du, Sommer. Ist ja auch etwas Lockeres haben, etwas, was nicht so schwer ist. Weißt du, etwas, wo du nach dem Film irgendwie so in Depressionen verfallst oder so. Sondern eher etwas, wo etwas fürs Herz oder etwas fürs Gemüt. Ja. Und da ist für mich Peanut Butter Falcon wirklich ein wahnsinnig toller Vertreter. Ich habe da auch schon mal in einer Podcast-Folge bei uns, ich glaube in einer Rückblick-Folge. Mehrmals haben wir es schon gedacht. Ist das so? Hast du ihn noch mal auch gesehen? Oder? Ich habe ihn eben noch nicht gesehen. Ah, das ist nicht gesehen. Ich glaube, irgendwie in der letzten Zeit nie einen gross auf einem gescheiten Streamer gesehen, meinte ich. Und darum habe ich jetzt nie geschaut. Wir haben aber ganz sicher auch während der Folge von The Wrestler haben wir, glaube ich, auch darüber geredet. Ja, genau. Ja. Weil halt Wrestling immer wieder ein grosses Thema bei uns ist. Und da wollte ich ganz kurz auf unsere Zusammenarbeit mit der Wrestling Night vom 20. Mai im Grand Casino Basel aufmerksam machen. Dort findet nämlich unter der Leitung von Serious Sports Entertainment die Wrestling-Gruppe, oder nein, Wrestling, wie sagt man das? Wrestling-Firma? Wrestling... Promotion. Fuck, das Wort ist mir jetzt nicht gekommen, sorry. Von der Jessie Gabbard, eine großartige Wrestlerin, findet wieder statt. Das ist das zweite Mal, was jetzt dort stattfindet. Prison Brawl. Und wir freuen uns riesig. Wir werden auf jeden Fall auch dort sein. Yep. In den Shownotes werden auch den Link finden zu den Tickets, weil... Hey, Wrestling wird immer verschrien, oder? Das haben wir schon so oft gehabt. Oder so. Bei uns nicht. Aber wir lieben es einfach, weil wir sagen einfach, hey, am Fernsehen ist für mich nochmal etwas anderes. Mhm. Und ich auch gerne schaue, nicht falsch verstehen. Aber ich finde, live, das ist einfach eine coole Atmosphäre. Einfach die Interaktionen auch von den Wrestlern mit dem Publikum und du buschst und dann jubelst. Du triffst auch ständig coole Leute. Hey, es gibt nur tolle Menschen, die wir durch das kennengelernt haben. Das ist so. Liebe Grüße an alle. Und nein, es ist einfach... Es macht einfach mega Laune und es würde uns mega freuen, wenn da ganz viele von euch sagen, hey, ich habe noch nie Wrestling live gesehen. Jetzt gönne ich mir doch einfach mal so einen lustigen oben. Dann könnt ihr uns auch gerne bei uns melden. Wir sind auf jeden Fall dort, dann trinken wir einen zusammen, dann geht es mal richtig ab. Wir erklären euch sonst auch, um was es dort geht. Das kannst du dann machen. Ich hole Bier. So, genau. Peanut Butter Falcon, Dom, nächste Sommerfilm. Okay, nächste von mir ist aus dem 2001 und geht um eine Gruppe Kollegen, die sich zusammen über den Sommer ein Haus mieten an einem See.
sich das Haus noch finanzieren mit ein bisschen handwerklicher Arbeit. Mhm. Sie sind alle entweder verliebt oder wären es gern. Mhm. Machst du jetzt hier Trommeln von unseren Nachbarn? Nein. Okay. Das ist so, so seine Nachbarn sind wieder am Trommeln, das ist der Wahnsinn. Okay. Freunde, Sommerhaus. Es muss fast mit einem Job, den sie nebenher machen. Ein Job? Mhm. Sie machen etwas Handwerkliches dort. Ja. Ist handwerklich eher so ein Wortspiel von dir? Nein. Also auch, aber nein. Okay. Es ist ein zweiter Teil von einer Filmreihe, wo ich ziemlich sicher bin, dass keiner von euch auch noch mehr als 4 Teile gesehen hat. Ja gut, das ist noch ich habe bis alle, die ersten 8 habe ich gesehen, der 9. suche ich noch. 2001! Ja, das ist ein schönes Jahr. Ja, das kommt. Kein Schimmer. Scheissen, oder? Nein. Ich bin wirklich am Überlegen, ja. Also gut, warte mal. Ich weiß, ich bin zuerst so bei Cabin in the Woods. Nein, passt nicht. Ein sau lustiges Wortspieler. Dann habe ich auch an Evil Dead, der denkt, passt auch gar nicht. Also, ich fange bei der Schauspielerliste an. Okay. Und mal schauen, wie lange das er braucht. Ah, mit 8. Ja. Also, John Cho. Ah. Ist das ein Hangover? Nein. Chris okay. Owen. Fuck. Ich glaube auch 3. Eugene Levy. Ah. Ja, zweite American Pie? Ja, genau. Okay. Ja, der zweite American Pie, eben die Fortführung von der, ich sage es mal, sehr einfach gestrickte Story von Teil 1. Ich finde eben, Teil 2 ist eigentlich mein Lieblings-American Pie. Ah ja? Ja, weil da geht es halt auch viel um die Freundschaft. Wie hat man sich in der Zeit, wo man sich nicht gesehen hat, weiterentwickelt? Hat man sich überhaupt weiterentwickelt? Oder vielleicht auch gar nicht? Ich finde auch die ganze Liebesgeschichte oder Weiterführung von der Liebesgeschichte sind sehr viel subtiler als in Teil 1. Es ist nicht einfach nur blöd und billig. Natürlich hat es peinliche Situationen und alles und so, aber ja, nicht so plump. Und dann halt noch die ganze Atmosphäre mit dem Haus an dem See, wo wirklich, es ist ein mega geiles Haus, mega geile Location. Mhm. Der See, die ganzen Sachen, die sie dort erleben. Dann eben über den Sommer, die haben sich ja als Hilfsmaler betätigen, das habe ich mit handwerklicher Arbeit gemeint. Und okay. Die haben sich so das Haus finanzieren, sind ja alles noch Studenten, und haben ja nicht so viel Geld. Ja, hey, als Bandcamp, wo auch das erste Mal vorkommt, wo auch für doch ein paar Lachen sorgt. Ja. Jo. Hey, kann ich immer wieder schauen. Ich habe damals sogar eine Vorpremiere gesehen im Kino. Ja, okay. Hat sogar wirklich noch so eine richtig klassische Vorpremiere, die zuerst noch ein Güble im Feuer gegeben hat. Ja, lässig gewesen. Alright. Jo. Ja, gute Wahl, ja. Nein, finde ich gute Wahl. Ich habe gefunden, jetzt habe ich so oft kein American Pie gebracht, jetzt muss ich mal einbringen. Das geht ja nicht, so lange kein American Pie mehr in unserer Folge. Also, es hat auch Dutzende Leserbriefe gegeben, die reklamiert haben wegen dem. Genau, allerdings haben wir keinen Briefkasten, darum haben wir es nie gelesen. Ja, das haben wir einfach nicht gelernt. Ich kann die immer persönlich abholen bei den Leuten. Genau, fast mit einem American Pie 2, finde ich cool. Ja. Und das ist eben auch wieder sehr typisch für viele, nicht alle, aber für viele so Sommerfeeling-Filme, oder? So locker leicht, finde ich super. Und auch Freundschaften finde ich da immer so ein ganz wichtiges Thema. Ja, klar. Nächste. 95. Der Film hat gefloppt, bevor du überhaupt im Kino gesehen hast. Waterworld. Ja, genau. Ah. Ja, das sagt er immer so über Waterworld. Ah ja? Ja, ich kenne das nicht. Nein, ja, wirklich. Das ist von den Medien so schlecht gemacht worden. Kevin Costner, Hauptdarsteller. Hat die letzten 3 Filme, die er gemacht hat, sind halt alle gefloppt. Also nicht gut angekommen. Wir hatten den Film schon verrissen, bevor man überhaupt gesehen hat. Mhm. Ja, Waterworld, Action Sci-Fi. Ist halt nur Wasser. Und also was für mich auf dem auffällig ist im Film, ist auf der Sonne überbrettet, weil du bist auf dem Meer und du hast auf dem Meer. Was auch immer das Gefühl ist, wenn du irgendwo auf einem Segelboot oder so bist, ist einfach, das ist einfach die bretschende Sonne auf dem Kopf.
Ja. Sommerfilm. Ja, es ist eigentlich ein grosser, weißt du, wenn man so Laguna-Aussenbereich geht und einfach irgendwie noch durch Kevin Costner mit einer Dose Thunfisch und Kiemen neben dir durchkommt, dann bist du in Waterworld-Welt, ja. Ich muss unbedingt wieder mal schauen, weil ich meinte, ich habe den gar nicht so schlecht gefunden. Auch. Wie wir es ja auch immer wieder schon gesagt haben. Ja. Ich meine, er hätte von deinem Namen vom Merch gemacht. Ja. Ich bin halt einfach immer noch. Ich finde einfach, der Kevin Costner halt einfach nicht so gut. Ich weiß, aber. Er ist eigentlich. Ich finde schon ein bisschen langweilig irgendwie. Ich finde so ein bisschen, ja, aber er hat halt einen Haufen gute Filme gemacht. Hat er schon. Das ist. Hat mir gar keine, aber ja, sicher. Nein, das stimmt nicht. Ich mag wirklich sehr viel von seinen Filmen. Ich weiss. Und ja, natürlich ist er auf bestimmte Arten von Rollen festgelegt. Er tut sich, glaube ich, selber darauf festlegen, weil ihn nur so Sachen interessieren. Hast du mal Mr. Brooks gesehen? Da habe ich seit 100 Jahren auf meiner Watchlist und wird mir immer wieder empfohlen, dass er sau cool ist. Und ich glaube, der würde mir auch gefallen. Aber du hast ihn nicht gesehen. Oder ein Serienkiller spielt. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich weiß, dass mir der schon tausendmal empfohlen wurde. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn gesehen habe. Okay, ich eben immer noch nicht. Ja. Ach, es könnte sein, dass ich ihn noch gesehen habe. Ja, aber Waterworld, ich meine, das ist definitiv ein grosses Thema. Eben, wir haben es ja vorher schon gehabt, Wasser, oder? Das ist ein grosses Thema, oder? Und dann, eben, stell dir vor, du schaust, weißt du, so heissen Nachmittag, du magst nicht rausgehen, bist vielleicht noch ein bisschen Hangover oder so vom Tag vorher. So eine Bratsch, du schaust einfach so, wo einfach die ganze Zeit die Leute im Wasser rumgumpen und du denkst, und die sagen, oh, wie schlimm es uns geht. Und du denkst so, Alter, ich war so gegangen im Wasser. Ja, bei uns passiert das Gegenteil, wir haben bald kein Wasser mehr. Oh, wow. Ja, schon so, ja. Ist ja nicht ganz korrekt, weil der Spiegel erstickt, weil alle unsere Gletscher wegschmelzen, oder? Wasserschloss Schweiz ist gleich vorbei. Naja, ein süßes Schloss Schweiz, ne? Ja. Ja, ich glaube, Hamburg gibt man noch irgendwie 50 Jahre. Oder so. Was? Bis es überschwemmt soll sein. Ja, gut, aber ganz ehrlich, da müssen wir auch wieder sagen, das heisst, von Venedig sind 200 Jahre und es ist immer noch da. Also. Ja, aber eben, die Chance ist anscheinend recht groß, dass aus Hamburg dann so ein zweites Venedig gibt. Okay. Ja, muss ja also noch ganz viel gehen in nächster Zeit. Ach Gott, dann fällt sich das so verstinken. Man sagt ja dann, dass ja der Golfsturm dann eigentlich anhaltet. Das heisst, die Temperatur fällt ja wieder, das heisst, es wird kalt und irgendwann anscheinend schon wieder Eis. Also eigentlich ist der Ausgangspunkt schlussendlich ist so, dass eigentlich Europa in einer Eiszeit landet. Das ist ja der Witz im Ganzen. Hat anscheinend der Planet schon mal überlebt. Aber ist halt immer alles Theorie. Ja, nicht alle. Denke mal ein bisschen positiv, alles wird gut. Ich würde auch sagen. Ja. Also. Viel mehr Lüge. Waterworld. Der nächste Film von mir. Ist vom 87. Kein schlechtes Jahr. Ist ein gutes Jahr, ja. 87. Fast hat Jean-Claude Van Damme mitgespielt. Predator. Aber der hat man dann ausgewechselt. Ganz genau. Hat mitgespielt? Ja, man hat ihn ausgewechselt. Ja. Keine Sekunde im Film, sagst du. Nein, Predator natürlich, oder? Predator. Vom John McTiernan mit dem Arnie, mit dem Carl Weathers. Und Bill Duke, Jesse Ventura und wie sie alle heißen, oder? Einer von den klassischsten Actionfilmen aller Zeiten und einer von meinen Lieblings, sogar würde ich sagen. Es ist grossartig. Der Kampf von einer Elite-Einheit im Dschungel im Mittelamerikanischen. Sie schwitzen und es tropft nur die ganze Zeit überall auf ihnen ab. Das waren ja auch ganz schlimme Dreharbeiten gewesen, weil sie halt wirklich einfach geschwitzt wie Schwein die ganze Zeit. Und, nein, die Milizen, die sie da werden zerstören oder im Urwald, das sind nicht ihre grössten Feinde. Nein. Der grösste Feind ist ein außerirdischer Jäger, der auf Trophäenjagd geht, eben der Predator. Und was bietet sich da prestigeträchtiger an als die grössten verdammten Typen, die man laufen mit den grössten verdammten Knarren, die man noch lüpfen kann? You son of a bitch! Ich liebe den Film so fest und ich finde, das ist für mich auch ein typischer Sommerfilm. Weil er ist halt wirklich schwitzig, er ist heiß, er ist im Dschungel. Ja. Wir haben es vorher vom Wasser gehabt, aber ich finde, Dschungel ist für mich Dschungel geht auch klar. Irgendwie Dschungel, so ein bisschen in die Richtung. Und ich schaue das so gerne, das ist so ein Film, und ich spreche jetzt so einen Tag draußen, es ist mega warm. Vielleicht sogar irgendwo am See oder Wasser. Oder so. Du kommst irgendwann so oben heim und du kannst noch nicht schlafen und so. Und, oh, es ist so schwitzig. Und dann stellst du einfach diesen Film ein.
ein kaltes Bier in die Hand und das Testosteron übergibt und es ist einfach nur geil. Ich liebe es. Einfach in den Unterhosen aufs Sofa knallen, den Ventilator voll aufdrehen. Yes! Und ganz genau der Film ist es. Und dann einfach immer Grunzlaut vor dir gehen und die Freundin schreit irgendwie von einer dran so: Was ist eigentlich jetzt wieder los? Hey, bist du ein Höhlenmensch? Yo! Nein, ich liebe es. Das ist wirklich für mich wirklich ein super Vertreter vom Sommerfilm. Ich stelle mir das vor, so Dreharbeiten. Ich meine, Arnie hat das schon nicht On-Season gesehen. Ich weiß nicht, ob er überhaupt noch Dings gemacht hat. Also gut, Krafttraining schon, aber er hat nicht mehr so pumpt für Bühne. Für den Film schon. Aber ich meine, er hat schon immer noch, ich schätze mal, 120, 130 Kilo Muskelmasse. Mindestens, bei seiner Größe. Ja. Bei 40 Grad und schon allein nur, wenn der mal kurz sich am Rücken kratzt, der erwärmt sich durch die Muskelbewegungen. Also ich glaube, der hat schon gelitten. Hey, also da lohnt es sich übrigens auch. Es gibt ganz viel, findest du auch auf YouTube so behind the scenes, so Dokus, weißt du, über Dreharbeiten. Hey, das grosse Empfehlung für die Fans vom Film, die aber das vielleicht noch nicht geschaut haben, unbedingt mal reinzuhören. Es ist ultra witzig, weil er hat ja auch quasi, also zum Beispiel, der Carl Weathers hast du mittlerweile auch nicht mehr ohne Zigarre, weißt du, Dylan! Und das hat er wirklich vom Arnie übernommen. Der hat einfach immer Zigarre halt am Puffen gesehen, in den grossen. Dann haben sie wirklich so, wer hat der fetteste Bizeps dort? Und die sind eigentlich die ganze Zeit am Pumpen gesehen, außerhalb von der Aufnahme. Damit sie noch ein bisschen kastig aussehen. Ja, so, nur schon der Handschlag am Anfang. Handschlag am Anfang, eben, angespannt wie blöd. Dylan, you son of a bitch! Das ist eben die Szene. Ja. Es ist einfach nur gottesgleich. Also es ist wirklich, und ich bin ja wirklich nicht unbedingt so... Ich glaube jetzt mal nicht so der Macho-Filmtyp, aber der Film, der verwünscht mich einfach jedes Mal. Ich finde es auch einen schönen Kontrast zu Peanut Butter Falcon, fällt mir jetzt gerade auf. Schöne Wahl. Witzeli. Ja. Nein, aber hey, für mich ganz klar, Predator. Geht immer, aber im Sommer besonders geil. Ja. Spikey. Okay. Mein nächster ist aus dem Jahr 1981. Was soll ich sagen? Es wird eine typische amerikanische, Sommerbeschäftigung für bestimmte Jahrgänge präpariert. Freitag? Teil 2. Also Freitag der 13. Teil 2. Genau. Ja. Und zwar will ich den wesentlich besser finde als Teil 1. Und ich habe den natürlich nehmen, weil hier halt Sommercamp voll drin vorkommt. Ja. Weil im dritten sind sie ja dann einfach so bei dem Haus mit den Schüren und so. Korrekt. Im vierten ist auch wieder nichts gross mit dem Sommercamp. Darum, ich finde, Sommercamp kommt hier am besten zur Geltung. Und ja, über die Film nachher, über den fünften rede ich schon gar nicht mehr. Nein, darum habe ich mich für den zweiten entschieden, weil, Sommercamp heutzutage, wenn du Sommercamp sagst, dann denkst du immer an den. Also an Freitag der 13. Absolut. Ja. Ja. Also, obwohl es noch andere so Camp-Filme gibt. Sleepaway Camp. Wet Hot American Summer zum Beispiel ist eigentlich auch ein Klassiker, da habe ich aber den ersten Teil nie gesehen. Slumber Party Massacre ist, glaube ich, auch einer von denen. Ja. Also, ich meine, ganz ehrlich. So Adam's Family 2. Ja, eben, die Summer Camps, die sind ja gerade im Horror-Genre sowieso, aber überhaupt im amerikanischen Kino ein Riesenthema. Ja. Auch in allen Serien hat es irgendwann mal, oder in vielen Serien hat es irgendwann so etwas gegeben. Also, es ist wirklich. Es gibt es bei uns gar nicht so. Es ist so also wirklich, das Summercamp. Voll. Er geht schon, da bist du doch irgendein so ein christlicher Verein, wenn du Partylager gibt es nicht. Klar, eben Blauer Ring und so weiter und so fort. Nein, ist nicht. Es ist Gott, Blauer Ring, nein, ist nicht sicher. Ja. Das sind wir nein, ich meine das gleiche wie christliche Veranstaltung. Das sind wir beim Blauer Ring. Blauer Ring ist ja Blauer Ring, stimmt. Sorry. Aber ja. Hey, also das Ding ist auch, ich meine, so das Camp, also ich kenne es vor allem gerade von den USA, das ist ja das Grosse, und da ist auch irgendwie 100 Nationalparks in gefühlt jeder Stadt. Und dann hast du Aktivitäten, das ist ja für dich wirklich so ein Highlight. Und dann gehen sie wirklich auch in die Prärie. Und dann kommt er das auch so auf, nach so einem Lager für oben, so mit Taschenlampe im Gesicht, so Gruselgeschichten erzählen. Ja, gut, und also, sind wir mal ehrlich, die Camps, das ist ja mehr oder weniger nichts anderes als Outdoor-Kitas.
Weil, absolut, ja. Eben, die ist ja auch bei vielen Eltern so, die halt einfach nicht so viele Ferien nehmen können, dass sie die ganze Sommerferien auf ihre Kinder schauen können. Wir müssen halt arbeiten. Korrekt. Dementsprechend, gehen die Kinder halt dann ins Camp. Das ist ja sehr, sehr oft der Grund. Oder man hat keinen Nerv für die Kinder den ganzen Tag daheim und schickt sie ins Camp. Schon mal gesehen in so einem Camp? Einer von euch? Also in so einem Lager halt? Also nicht so ein Sommerlager. Einfach nur ein Schullager. Aber, nicht Schullager, okay. Ja. Partylager? Also Schullager hatte ich, glaube ich, jeder schon gehabt. Ja klar, nein, das ist eben. Ich meine, jetzt eben außerhalb von der Schulzeit, eben in der Ferien. Nein, gar nicht. Also du bist schon außerhalb von der Schulzeit in einem Pfadilager mal gesehen? Nein, also wir haben Pfadi gesehen und sind wir im Sola. Ja, da gehört ja das dazu. Ja. Das ist eigentlich immer so ein Highlight von der Lager. Das ist das Größte, das Längste. Du bist irgendwo halt im Wald, baust so schön die Aussichtsturm. Ein bisschen Pflöckle. Ein bisschen Pflöckle. Man schaut, irgendwo, ob man so Jungschas oder so rum hat. Und kleidet die Erdnussbutter an Tannenzapfen streichen. Und der macht es halt, ja. Ja. Brennsprit an die Tannen zapfen und werfen. Ich bin nur mal so einem, aber das habe ich mit Pfad oder so ein Detektivlager gesehen. Das war voll der Shit. Das war völlig blöd. Ich habe gemeint, du lernst so Fährten lesen und weißt, so Fingerabdrücke nehmen. So ein das Zeug, so Detektivarbeit, recherchieren. Ja. Mhm. Und dann ist irgendwie so, dann habe ich irgendwie so Brennball gespielt und Fangis und so. Ich habe die ganze Zeit nur heim wollen. Das ist so toll. Mhm. Das Lago. Also, das Lager ist kaum. Also nicht, ich meine, vor Riechen aus. Ich weiß nicht, von was das organisiert war, ganz ehrlich. Aber ich habe nicht zu Riechen gewohnt, das stimmt. Ja. Ich bin dort, da gibt es das Andreashaus. Mhm. Ist so eine, ich sage es mal, nicht eine Kirche in dem Sinne, Kirche, aber halt so ein gläubischer Ort. Oh Gott. Dort hat es immer so, ich glaube, Mittwoch oder Samstag Veranstaltungen gegeben. Und das war vor meiner Pfarrzeit. Und also es war nicht irgendwie christlich, sondern es war einfach so eine Jugend, man trifft sich. Und dort hat es ein Sommerlager gegeben, ich war in einem gesehen. Und dort sind wir irgendwo in einer Ritterburg, so einer richtigen Burg. Dann im Massenschlag. Da haben wir dann halt mit Pappkarton, weißt, haben wir uns Ritterrüstung gebaut. Und, hast du die noch? Irgendwo im Keller, ja. Aber nein, ich sie mal an. Ich meine, dort das eine Kacke ist, aber du bist dort mit 30 anderen Kindern, die du praktisch gar nicht kennst. Ja. Ich war mit einem Kollegen zusammen und den Rest ist aber noch nicht kennt. Und das ist einfach so ein anderes Feeling. Da können wir auch so Hassfreundschaften auf mit anderen und Zeugs und Sachen. Aber selbst das Geile ist einfach, du bist halt in einem Ritterbuch drin. Das werden cool sie machen. Ja. Und jetzt halt gibt es eigentlich so Friday the 13th Part 2 auch noch etwas zu sagen? Noch keine Hockey-Maske, sondern einfach nur einen Sack auf dem Grind. Und es funktioniert trotzdem. Das ist perfekt umschrieben. Geil. Hill? Ja, wirklich, ja. Willst du das sagen? Maske habe ich auch. Nur Stroh nicht. Mhm. Hey, ich habe zuvor gerade noch gelesen, wie der Titel von dieser Filmreihe auf Französisch heisst. Was ist es? «Le Tueur de Vendredi». Also der Mörder vom Freitag. Ah, wirklich? Ja, jetzt habe ich gelesen. Ah. Ja, gut. Magnifique. Der hat nicht mitgespielt. Oh, mon Dieu. Ja. Ich habe aus dem 93. Wir haben Michael Douglas in der Hauptrolle. Ah, Falling Down. Genau. So, Falling Down. Ein ganz normaler Tag. Ja. Yeah. Ja. Jedes Mal, wenn ich mich einfach mal bodenlos aufrege, muss ich an diesen Film denken. Ja, es ist halt. Ich habe das Gefühl, du hilfst, kriegt er in jede Liste irgendwie rein. Ich habe schon mal irgendwie mit ihm geschrieben. Ich glaube schon mehrmals im Fall. Ja. Also einmal sicher das, ja. Aber das ist einfach so, mir erinnert es beim Autofahren ein bisschen. Dann laufe ich mir auch immer von Bratel auf Basel permanent. Auch das. Autofahren hat sogar eine neue Liste. Das Gute hier in diesem Film, also es kommt kein Kastenvelo drin vor, aber es ist ja sonst, ja, du bist ja in L.A. und du im Stau rein, gefühlt halt, oder gefühlt es ist 40 Grad. Und ja, eines Tages lüpfst du halt den Deckel und steigst aus und läufst. Und ja, meine, die Sonne ist auch nicht immer so gut für den Kopf und die Nerven. Für den Bürstenschnitt sowieso nicht. Nein. Und es ist L.A. Und in L.A. ist einfach so, dass ich glaube, das ist einfach das Sommerland. Ich weiß nicht, ob es irgendein anderes gibt. Sommerland? Ja, Sommerort. So. Okay. Also Kalifornien an sich. Sie sind schon eigenständig. Man kann schon sagen, es ist ein eigenes Land. Das meinen sie.
Also sie würde sich auch gerne abspalten von den USA. Das ist also ja, das hat in Flucht aus LA so wahnsinnig gut funktioniert. Ja, vielleicht müssen wir es nochmal sagen. Ja, ist okay. Ja, ja, und kalifornische Sonne, ja, böse Sache. Mhm. Böse Sache. Ja, na, gut Job, ja. Ich bin mal spazieren, es war bei Wolken, es war keine Sonne. Dann brauchst du keine Sonnencreme, habe ich gedacht. Ja, genau, du als Kreide, weisse Schweizer gekauft. Ja, weißt, und dann am Strand, dann hast du noch, wenn du so läufst, hast du noch schöne Brise, es ist schön frisch, es ist keine Sonne. Du schaust den Spiegel daheim nach zwei Stunden und denkst so, Scheiße. Ich muss zum Hautarzt, wenn ich daheim bin. Ja, die rote Kruste muss ich gerade komplett abziehen. Finde ich da echt irgendeinen indigenen Ureinwohner, den man schon skalpieren kann. Und da bin ich. Jo. Alright, ja, ey, Falling Down. Geht immer. Ja. Und halt auch wieder, weil er halt wirklich so die Hitze etc. so die Spüren lässt. Nicht wahr? Ja, ja, voll. Das geht auch in meinem Film, meiner Meinung nach, sehr gut. Mm. Aus dem Jahr 1954. Ach du Scheiße. Das ist der älteste bis jetzt. Es ist so heiß. Die ganze Zeit muss die Hauptfigur, weil ich praktisch 90% vom Film in einem Pyjama rumhängt, muss die ganze Zeit Pyjama so lüften, weil es so durchnässt ist. Es ist so warm in seiner Wohnung. Und ja, so im Rollstuhl ist halt auch nicht angenehmer. Im Rollstuhl, das Fenster zum Hof. Ganz genau. Rear Window, das Meisterwerk von Alfred Hitchcock. Also, Sir Alfred Hitchcock. Zuerst bin ich eben am Überlegen, ob es irgendein Jerry Lewis-Film ist. Weil so das mit dem Pyjama-Auto passt. Nein, die Hauptrolle James Stewart, Grace Kelly noch natürlich. Wahrscheinlich einer von den. Von diesen Filmen, der extrem häufig auch schon zitiert wurde ist in anderen Filmserien, ohne dass es Leute, die den Film nie gesehen haben, wissen. Es geht darum, um einen Rollstuhl gefesselten Fotograf, der einen vermeintlichen Mord beobachtet, gegenüber, eben im Hof quasi, wo er wohnt, auf der anderen Seite in der Wohnung. Und er ist sicher, der hat jetzt gerade seine Frau umgebracht. Und er kann aber nicht viel machen, weil er ist im Rollstuhl. Er ist gefesselt, er kommt nicht aus seiner Wohnung raus. Er kann nur beobachten und Zeug und Sachen. Und Hitze ist nicht ein grosses Thema, weil es ist ein warmer Sommer. Also, du siehst auch am Anfang in einer der für mich immer noch besten Eingangsszenen aller Zeiten, wo einfach die Kamera minutenlang von Fenster zu Fenster geht. In diesem Innenhof, in diesem riesen Set, das sie dort gebaut haben. Und die Leute schlafen zum Teil draussen auf dem Balkon, weil sie drinnen nicht ausgehalten haben von der Hitze. Ja. Oder weißt du, auf den Feuerleiter draussen, Leute so den Wecker, den sie wieder rausgenommen haben und so. Also wirklich, es ist einfach wirklich, Wärme, Hitze ist ein extrem präsentes Thema in diesem Film. Es ist wirklich schweissig, das Ganze. Und halt ultra spannend. Also ich finde ihn wirklich sehr, sehr, sehr spannend. Und so einer von meinen Lieblingsfilmen, all time. Und ganz klar einer, der das Thema Sommer in seiner nicht so positiven Art und Weise wunderbar auf die Leinwand oder auf den Fernseher, was er immer gebracht hat. Also für die, die sagen, ja, Hitchcock, alte Filme, schwarz-weiß oft, den jetzt nicht, aber ist das sicher einer von diesen Filmen, die ich am meisten empfehle zum Starten, neben Psycho. Das ist definitiv auch einer von den wenigen Hitchcock-Filmen, die ich ganz gesehen habe, ich glaube sogar mehrmals. Den habe ich immer cool gefunden. Ja. Und eben, der ist ja schon 100-mal parodiert worden. Gerade in amerikanischen Serien gibt es sehr viel. Yeah. Jede Folge von amerikanischen Comedy-Sendungen ist sogar Alf. Ja, ja. Eine von der besten Alf-Folgen an dieser Stelle. Das ist so. Das ist so. Ja. Genau. Ja. Das Fenster zum Hof, Rear Window. Okay. Gut. Kommen wir zu meinem nächsten. Aus 2003. Es ist ein. Ja, was soll ich sagen? Sorry. Es ist ein Film, was praktisch alle Hauptdarsteller haben den gleichen Beruf, sind jetzt aus bestimmten sozialen Anlass an einem anderen Ort, wo gewisse von ihnen arbeiten, andere aber nicht. Mitspielen, die zum Beispiel Jason Momoa,
der Baywatch. Ja, Baywatch Hochzeit auf Hawaii. Es ist wirklich der. Ist ein TV-Film. Ja, ich finde den Film mega cool. Spielt auf Hawaii, was immer wieder für gute Bilder sorgt. Und dazu werden aus praktisch allen Generationen von der Baywatch-Staffel die Charaktere hier nochmal durchgemischt, weil es so viel Gastauftritt hat. Du kannst schön reden. Also müssen wir schon. Hey, also Entschuldigung, Sommer, Hawaii, Baywatch, also. Momoa, also. Es gibt. Da habe ich auch extra als erstes gesagt, weil ich dachte, mit dem kann ich euch in die Irre führen, aber. Nicht testen, Hill kennt es. Nee, ich habe es auch immer bei Baywatch mitgespielt. Baywatch Hawaii. Also bei den letzten zwei Staffeln. Ja. Ja, das war eigentlich seine erste Rolle. Ja, sag wow, okay. Hey, ich meine, auch bei Serien im Allgemeinen, bei welcher Serie denkst du mehr an Sommer als bei Baywatch? Also, noch prägnant. Also ich denke tatsächlich an andere Sachen, wenn ich an diese Serie denke. Aber ja, Sommer ist schon immer passiert. Und ich finde Baywatch Hochzeit auf Hawaii auch besser als der Baywatch-Film, den wir gerade den letzten hatten. Also, ich meine, Baywatch sind wir halt wie bei Malibu, da sind wir wieder am gleichen. Ja, da eben nicht. Ah, die sind ja wohl schon. Aber sind sie eben auf Hawaii. Ja, stimmt. Und ist ja wohl, ey, ich habe es gerade auf eine Bio aufgemacht, übrigens eine 4,0 von 10. Könnte schlimmer sein. Baywatch is busy having lives is busy saving lives at a beach near LA. They're invited to Mitch's Hawaii wedding with Allison, Achtung, who looks like his dead ex. Schon mal der geilste Titel. His ex-wife wants him back. Aber die ist ja tot. Nein. CJ Pam has a resort party. Welche Ex-Frau von ihm soll tot sein? Who looks like his dead ex. Ja, aber die, das ist Stephanie, die hat er ja nie geheiratet. Aha, und his ex-wife. Aber sorry, es tönt ja erst, also die Beschreibung tönt wirklich saulustig. Oh, natürlich ist es, von der Grundstory her, ist es mega trashy. Es ist ja, und wenn du irgendwie so den Cast anschaust, dann ist es eigentlich, als würdest du FHM von dieser Zeit lesen. Ja, aber kennt ihr das noch? FHM oder was ist das andere gewesen? Es hat doch etwas anderes noch gegeben. Maxim, ja genau. Ah, ah, da gibt es ja auch Kinder, die so getauft werden. Ja, das ist mein Kumpel. Wir sind immer wieder lachen. Aber ja, gut. Ach Mann. Das ist schon lustig, musst du zugeben. Das ist trotzdem mein Kumpel. Natürlich, das finde ich auch cool. Also, hey. Coole Kumpel. Ja, weißt du. Ja. Ist auch wichtig, dass er irgendwann Kumpel hat, weil wenn seine Kollegen in der Schule das herausfinden, dass er so heisst, dann braucht er Kumpel. Ah, der wird einfach bad motherfucker. Ah, das ist auch gut, ja. Jo, nein, okay. Das Spannende ist halt eben, dass sie aus allen Staffeln Baywatch verschiedene Cast-Members dabei haben, die nie miteinander zusammengearbeitet haben. Das tut man da auch wirklich bewusst miteinander vermischen. Eben irgendwie der trifft auf die und umgekehrt und bla bla bla. Und dann dienen sie noch eine alte Kriminalstory wieder aufnehmen von einem alten Feind von Mitch und. Nein! Hey, der Sato. Aber nicht der Sato. Der Sato. Gott, da mich nochmal. Ja, zwar gespielt vom Kari Hiroyuki Tagawa. Das ist mir schon klar. Ja, ja. Den kennt man nämlich. Ist der Shang Tsung in Mortal Kombat? Ja, ich habe gedacht, das Gesicht kenne ich. Gell? Das sage ich nicht häufig. Das sagst du ja fast nie. Hä? Jo, also nein, großartige Wahl. Baywatch Hawaii Wedding. Ich denke, der nimmt es keinen. Zu Recht. Ich habe knapp. Frag dich doch einmal. Nein, wird super cool. Ja, also ich habe ja extra mal sonnige rausgesucht, wo vielleicht sonst nicht immer vorkommen in so einer Liste. Das ist sicher so. Also ich glaube, wir sind wirklich der einzige Podcast auf dieser Welt, wo der Film in seiner Top-Liste, in irgendeiner Top-Liste wird haben. Ja, also von dem Respekt. Point Break hätte man jetzt noch vorstellen, dass das noch einer von euch bringt. Und man dann als erstes Podcast. Nein, das ist okay. Das ist schlau. Also, nach Baywatch. Was ist das Nächste? Das Nächste? Jo. Ich habe wieder einen Film, ein bisschen mit Wüste. Sonne ist ein gutes Thema dort. Sonne. Der Film ist um 96. Ein Horror-Actionfilm. Horror-Actionfilm? Regie. Was? Regie Quentin Tarantino.
Ja, er verschnurrt sich wieder. Er meint, From Dusk Till Dawn ist Regie Quentin Tarantino. Ja, mit Jo, hätte ich schon gesagt. Aber. Hä? Weil ist es From Dusk Till Dawn? Ja. Es ist nicht ganz korrekt. Aber es ist auch nicht ganz falsch. Ja, er hat Teile davon gedreht. Jo. Aber es gilt das Oeuvre von Robert Rodriguez. Oder? Klar, Logo. Okay. Ja. Aber schon gut, bist du lieb. Geiler Film, geiler Pick. Haben wir, glaube ich, erst etwa 20 Mal in unserer Liste gehabt. Aber er ist so gut, das ist eine Ahnung. Ja. Nein. Von das Till Dawn. Ey, absolut. Must see. Ja, ich glaube, eine Sonne ist das auch ein gutes Thema. Obwohl es ein Großteil vom Film kein Thema ist. Also, sie wünschten sich, es wäre ein Thema. Oh, doch, ohne jetzt wollen, zu viel zu rot. Es gibt vielleicht wirklich noch Leute, die das nicht gesehen haben. Aber von da als ein grossartiger Gangsterfilm. Roadmovie sogar. Ja, richtig. Genau. Und gut, ja, eben. Der geht in eine andere Richtung. Der total ständig verschwitzte George Clooney. So, ja. Jetzt habe ich, glaube ich, schon irgendwie 20 Frauen auf einmal den Film verkauft. Absolut. Ja. Cool. Everybody be cool. Das ist schon ein cooler Film. Den mag ich auch sehr. Ich habe gesagt, macht, was ich sage, nicht tut, was ich tue. Ich habe das schon so lange nicht gesehen. He? Ich muss gleich wieder mal schauen. Das schadet nie. Ja, eigentlich nicht, ja. Nein. Ja, der Rest gibt es. Wie viele Teile gibt es mittlerweile? Drei und eine Serie. Serie, ja. Ja. Der zweite Teil ist eine Frechheit. Der dritte Teil geht, wenn man sich mit einem Western-Szenario abfinden kann. Mhm. Und die Serie ist aber gut. Finde ich. Es ist natürlich sehr viel billiger, aber ich finde es so gut. Ich muss so ein bisschen wie mache ich jetzt das? Aber bist du schon nebenbei am Streamen? Nein, ich habe tatsächlich ein Problem. Ich habe das Gefühl gehabt, es kommen viel mehr Doppelnennungen. Mhm. Irgendwie bringen alles andere Filme. Gute Tipps, also nicht falsch verstanden. Echt mal. Bis auf Baywatch. Aber nein. Doppelnennungen sind also. Es muss man ein bisschen etwas überlegen. Ja. Ich würde sonst machen wir noch Honorable Mentions. Fuck it, oder? Mhm. So, also, ich wollte auf jeden Fall noch erwähnen für mich einen tollen Film, der für mich auch in das Sommerfeeling aufbeschwört. Und da gibt es mehrere tatsächlich, die eine ähnliche Richtung geht. Aber ich will jetzt mal einen nennen. Und zwar ist das ein Film aus dem 2017. Das hilft noch nicht, das ist mir schon klar. Ja, ja. Es ist ein Remake. Von einer Buchverfilmung. Und ich mache relativ häufig, es gibt zwei Teile, ich mache relativ häufig so Geräusche aus dem Film kommen, und zwar aus dem Soundtrack. Wig, 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 wig. Ist nicht ganz schlecht imitiert. Mhm. Zwei Teile? Ist der erste von zwei Teilen? Wie? It. Ganz genau. Ah. It, Teil 1 von Andy Muschietti. Mhm. Muschietti. Und ich bin sowieso Is It halt, ja. Ist ja eins von meinen, also von den Büchern, die sicher am meisten in meinem Kopf hängen geblieben ist. Ja. Doch einige Bücher gelesen, aber das habe ich geliebt. Aber jetzt ultra anstrengend damals gesehen, aber boah. Dann 90er Verfilmung, oder? Also von 1990, oder? Die TV-Filme oder Doppelteile. Mm-hmm. Da habe ich auch, da liebe ich über alles, nicht falsch verstehen. Ich mich sehr, sehr gerne. Aber ich habe jetzt gleich mich für den entschieden, weil, und das ist jetzt, wo ich jetzt auf den Sommer komme, ein grosser von der Handlung spielt ja auch über den Sommer, über die Schulfreizeit. Mm-hmm. Und einfach, wie die Kinder miteinander interagieren, weißt du, so, abgesehen von, dass sie einen Killer-Clown suchen, das muss man schon mal sagen, oder? Ich meine, das ist ja schon ein Horrorfilm. Mhm. Aber die Szenen, die eben nicht Horror sind, sondern eben die Kinder, wie sie miteinander interagieren, das Mädchen, Beverly, wo Probleme hat daheim und dann wollen sie irgendwie Staudamm bauen, oder so am Fluss und einfach all das, das gibt dem Ganzen so ein bisschen Film, so ein Feeling, wie es auch Stand By Me bei mir auslöst. Mhm. Und ich auch in meiner Liste wie draussen habe. Ja, ja. Das und ich über alles liebe. Oder Goonies. Oder Goonies, ganz genau. Ich habe mich jetzt aber gleich für den entschieden. aus einem ganz einfachen Grund, weil da gibt es auch noch einen Killer-Clown. Ich meine, was gibt es Schöneres als Nostalgie,
weißt du, ein bisschen nachempfinden, wie ich das gesehen, wo ich Kind war. Die Sommer, wo du das Gefühl hast, es gibt keinen Morgen. Genau. Und ein Kilo Clown. Genau, das ist ein super toller Sommer, aber du weißt, irgendwie, es wäre alles noch viel cooler mit einem Killer Clown, den ich umbringen will. Ist wirklich absolut aus meinem Leben gegriffen. Und, Gott, wie viele Psychologen hören das? Nein, hey, ich finde wirklich, ich finde, er tut das wirklich super gut einfangen. Auch wirklich mit dem Licht, das er spielt. Und ich finde, er macht ganz, ganz viel richtig. Das ist ja auch ein Grund dafür, warum es gibt ja ganz viele Leute, die den zweiten Teil eben von dieser Neuauflage, oder? So schlecht gefunden haben. Ja, ich finde die auch nicht so gut. Ich finde auch nicht so gut wie der erste. Ich finde sogar einiges schlechter. Aber das ist auch schon im Buch tatsächlich so. Nein, das Buch nicht unbedingt. Nein, stimmt nicht ganz. Die Verfilmung von 1990 ist ja auch so. Immer die Szenen mit den Erwachsenen sind auch viel lamer als die mit den Kindern. Es ist einfach ein viel anderes Feeling. Ja, es ist einfach cooler. Es geht so. Ich habe den Gap nicht ganz so gross gefunden im alten Film gegen den neuen. Aber trotzdem muss ich sagen, ich bin ja wirklich immer der, ich werde letztlich ständig ein bisschen angefeindet wegen dem, wenn ich sage, hey, ich habe den zweiten Teil auch sehr geil gefunden. So was? Nein, viel zu lang. Alles. Und, ja. So, hey, so, mir war keine Sekunde langweilig dabei. Nein, und bei so einem langen Film. Ja. Dann hat er viel richtig gemacht. Bin ich bei dir, sehe ich im Fall auch so. Und ja, ich sehe alle Probleme, die die Leute damit haben. Die habe ich auch zum Teil. Aber fuck, ich schaue es immer noch viel lieber als fast alles andere. Nein, oder als vieles andere. Und ja, und es ist halt einfach auch wenn der Erwachsenencast in beiden Versionen toll ist, der Kindercast ist einfach crazy gut. Also du spürst richtig, dass die wirklich einfach, dass sich die auch, weißt du, so neben dem Set, dass sie sich Best Friends geworden sind. Und es kommt einfach super gut rüber. Ja. Und sind wir ehrlich, das sind ja wir alte Nostalgie-Romantiker, ist ja sowieso so. Wir denken doch gerne so an die unbeschwerte Kindheit zurück. Und wenn du so etwas siehst, das macht doch einfach auch viel mehr Spass als die Erwachsenenprobleme mit einem Kilo-Clown. Lieber Kinderproblem. Früher ist alles besser gewesen, außer die Internetverbindung. Korrekt. Nein, sag ich natürlich. Und Baywatch. Und 28 Kilobyte. Also. Baywatch ist früher noch besser gewesen als heute. Hast du gerade etwas anderes wollen sagen? Also, Oma macht Sinn, ja. Aha. Yo, It! Vom 2017. Okay. Gut, also dann kommen wir jetzt zur letzten Runde und nachher nur noch Honorable Mentions, oder? Hey, das sind kann sein, hä? Ja, voll, krass. Gut, ja. Also. Dann, jetzt habe ich mich schwer müssen entscheiden. Oh, ich auch. Aber. Jetzt nehme ich einen. Ja, logisch ist es wieder so ein alter, ist klar. Bitte nenn mal einen, der auf meiner Liste ist. Vielleicht ist er drauf. Das könnte sogar sein. Also von 1992. Es. Protagonisten sind hauptsächlich draußen, machen hauptsächlich Sport. Nicht vor viel Publikum, aber es geht trotzdem um viel. Viel Publikum, es geht um viel. Hill, strenge mal die Hirnzellen an. Sie spielen nur zu zweit, aber sind in einem Team. Gegen Gegner. Liebe? Ah, auch mit Gegner. Ja, mit Gegner. Ui. Weil es halt draußen spielt, im Sommer, immer kurze Klamotten, viel Schweiß und alles, weil Sport und so sehr intensiv. Haben Sie auch entschieden? Oh fuck, White Man Can't Jump? Ja, natürlich. Guter Mann. Woody Harrelson, Wesley Snipes, in einem sehr coolen Buddy-Film mit wirklich, wirklich tollen Sportszenen, intensiven Sportszenen. Basketball? Ja, und also. So, sorry, das ist für mich eben auch Sommer. Eben ja. Irgendwie draußen ja. Basketball super spielen und so, sich total auspowern. Also, wenn das nicht auch ein Sommer-Feeling ist. Den weiß ich nicht. Hast du den einfach nicht auf der Liste gehabt? Nein. Aha. Ich habe gedacht, das wäre noch der, was am wahrscheinlichsten wäre. Ich habe sich Moment überlegt. Und ich von ja. Die Liste ist so lang. Ja, ja. Das ist wirklich schlimm. Mm. Aber wirklich ein toller Film. Haben wir ja auch gross darüber geredet. Übrigens wie fast über ein, immer so am Rand. Aber dort haben wir gross darüber geredet in so einem Sportfilm-Special genau. Mit Hinedruck. Ist ja am Patrice Lieblingsfilm, hat er gesagt. Ja. Richtig. Und hey, unbedingt hinaus für alle Sportfilmfans dort, die vielleicht uns jetzt zum ersten Mal los oder die Folge verpasst haben, die haben richtig Laune gemacht. Dort haben wir verschiedene Sportarten durchgenommen: Basketball, Fußball, Football. Was hast du noch gesehen? Ist der Boxen, glaube ich, oder? Ich meine die Boxen. Patrick ist ein Boxen. Ja. Ich habe Baseball gehabt. Ja. Stimmt, Fußball. Ist Fußball überhaupt dran?
Warte. Hat der Hug Fußballfilm genommen? Hug hat Fußball genommen, ja. Okay, du hast Football genommen. Ja, und du Basketball. Ja, ja, obvious. Also. Ja. Ist klar. Sehr ja. geile Wahl. White Man Can Jump. Ja. Dabei. Also, Hill, dein Letzte. Mein Letzte? Dein Letzte. Das ist doch das Letzte. Offiziell. Das Letzte. Ja, ja. Ich habe aus dem 07 Sci-Fi Thriller. Geht um eine Sonne. Also eigentlich unsere Sonne. Hey. Wow, was kann man noch sagen? Spielt im Jahr 2057. Hell. Nein. Das habe ich nicht gesehen. Okay. 2007. Nein. Oh, was ist das? Irgend so was so. Cillian Murphy spielt mit. Und dann. Wie heißt der? Ist auch von Danny Boyle. Ja, oder? Genau. Ich weiß nicht, wie er heißt. Also eigentlich habe ich den Namen schon gesagt. Nein, nicht ganz. Heißt du wirklich Sun? Sunshine. Ah, Sunshine. Ja, okay. Okay. Ja. Sunshine. Oh, look at that. Okay. Okay. Ja. Ich habe gewonnen, am Schluss eine Sci-Fi, eine schöne im Weltall, was unsere Sonne betrifft. Dass ich wieder ankurbeln. Okay. Ist das eher ein spannender Sci-Fi-Film oder ist es eher so intellektuell? Nein, es ist ein Thriller. Action? Also, es ist ein Thriller halt. Also, wie erkläre ich das am besten? Du hast einen Film-Podcast. Versuch's. Also, schon spannend. Ja, ja, klar, spannend. Brutal. Also, eine Mission und dann auf dieser Mission aber wiederum... Also mit Weltall gibt's oder ohne Weltall? Ja, ja, also sie. Also mit Raumfahrt so. Absolut. Okay. Ich meine, ich lese gerade, ein Team von internationalen Astronauten wird auf eine gefährliche Mission geschickt, um die sterbende Sonne 2057 mit einer Atombombe wieder zu entzünden. Danny Boyle, das tönt schon sehr nach jemand anderem. Michael Bay, oder? Das ist ja crazy, okay. Ja, geniale Idee. Hey, die Sonne, sie löscht ab. Besser eine Atombombe. Ja, wird sie noch kriegen? Das Wort entzünden ist immer so, weil eine Sonne. Sie brennt ja nicht. Das ist ja der Witz. Das ist ja kein Feuer im Mind oder so. Es ist ja, also, wenn du ein Stückchen Holz abschmeißt, ist es Schneefeuer. Ja, aber die Sonne selber ist nicht. Die ist auch nicht rot, die ist ja blau. Es ist kein Brand, es ist eine Fusion. Rot-blau ist eh am besten. Rot-blau ist als Kombi. Ja. Ist es eine Blauflamme? Was? Ja, das gibt es beim Schweißen ja auch. Nein, aber bei gewisser Temperatur wird es blau. Stimmt, es ist keine Flamme. Es ist aber kein Feuer, es ist keine Verbrennung in dem Sinn. Sondern es sind Atome, die fusionieren und die Energie abstoßen. Das ist echt die Sonne. Das ist, okay. Hey. Das ist schon sehr romantisch gerade. Hey, also man sollte der Hill einfach wirklich mehr reden lassen, dann würden wir viel intelligenter tönen. Also Wasserstoff ist ja. Das, ist ja das würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Was? Was? Du, nein, ich meine... Ja, kannst du schreiben? Ja. Ah, okay. Okay, hey, ja, Sunshine. Und also was ist so eine Bewertung bei dir? Weil ich habe wirklich sehr viel Gutes über den gehört. Hat auch irgendwie 7,2 auf einen dabei. Aber ich habe schon wirklich Leute gehört, die gesagt, das ist sicher etwas vom Schlechtesten, vor allem vom Danny Boyle. Ja, es ist halt... Was würdest du jetzt ihm geben, so von 5 Sternen? Von 5 Sternen? Ich würde ihm schon so... 2,5 bis 3. Also das ist aber Durchschnitt. Ja. Und dann landet auf deiner besten Liste. Ja, weil es um die Sonne geht. Ist jetzt, einfach nicht mehr in den Sinn gekommen. Es ist ja schwer geworden, muss ich dir zugeben. Okay. Aber es ist halt das Problem. Es ist es geht dann eigentlich ja nicht nur um die Mission, sondern es geht dann auch um, sag ich mal, im Team um Differenzen. Mhm. So, ja, ja, das stimmt. Und das ist so ein bisschen, wo kann man gut sehen, weniger. Ja, das ist, ja, okay. Ja, irgendwie, da habe ich schon irgendwie mal Bock zum Schauen. Aber ich habe noch nie von dem Film gehört. Ah, wirklich nicht? Wirklich vorhin. Ah, okay. Ja, gut, jetzt nicht so. Ist es vielleicht auch nicht der bekannteste aller Zeiten, aber ja. Gut. Ja, vielleicht nicht. Hm? Ja. Alright. Also, Alex. Mein letzter vor den Honorable Mentions. Mhm. Okay. Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, wie viel da hilft, weil ich kenne halt wahrscheinlich nicht so viel. Aber ich probiere es mal, okay? Mhm. Die eine Figur im Film, die heißt Alex Kintner.
Die wird gespielt vom Schauspieler, der heißt Jeffrey Voorhees. Mhm. Toller Nachname. Dann gibt es eine Frau, die mitmacht. Die wird gespielt von der Lorraine Gary. Die Frau heißt Ellen Brody. Mhm. Der Film spielt in einer Ortschaft, wo ja, weil es ein bisschen Sommerfeeling hat, oder? Mhm. Mit Wasser etc. Ich sage mal, ja, wie das so umschreiben. Die Ortschaft heisst Amity Island. Jo, weiße Hai. Sehr gut! Der weiße Hai, 1975! Im Original Jaws von Steven Spielberg. Der mein Lieblingsfilm von allen Zeiten. Und ja, ich kann ihn einfach nicht können. Ich habe extra Honorable Mention und ich kann einfach nicht können drum herum gehen. Sorry, es ist einfach für mich so mein Lieblingsfilm aller Zeiten. Und ich kann doch nicht, wenn es um das Thema Sommer geht, der erste Film, weil ich den Sommer-Blockbuster gestartet hat. Undeniable, den nicht nennen. So, es geht nicht. Ich glaube, ich würde verbrennen, wenn ich es nicht gemacht hätte. Also mal abhöckeln. Und darum, der weiße Hai. Ich habe ihn auch drauf gehabt. Ah, sehr gut. Weil, hey, ganz ehrlich, Mann, der Kampf Mann, gegen Killerhai. Und klar, er hat ganz viel Schlechtes ausgelöst. Haijagden und Menschen haben Angst vor Hai haben und Zeug und Sachen. Schlimm. Aber was hat er auch ausgelöst? Ganz viele Leute, die plötzlich anfangen studieren, nach Hai forschen, sie retten wollen, etc. Minimum so viel. Und es ist einfach immer noch inszenatorisch einfach perfekter Film. So. Meiner kleinen Meinung nach. Und ja, was will ich sagen? Er hat einfach müssen kommen, Mann. Also, ist jetzt wirklich irgendjemand überrascht daraus, dass ich den genannt habe? Ich glaube nicht, oder? Alex, ich bin überrascht, dass ich ihm daran gedacht habe. Also, dass du den weißen Hai sagst, das ist bei fast jeder. Ich finde immer fast jedem Thema möglich. Keine Ahnung, geht es um irgendwelche. Film mit Brotaufstrich, geht es um den weißen Hai, wie sie dort am Morgen früh Brötchen geschmiert haben oder was auch richtig, immer. Richtig, Peanut Butter Jelly. Ja, ja. Das macht Ellen Brody, dem kleinen Alex und so. Ja. Das ist mir passiert. Nein, nicht dem Alex, mehr. Egal. Ja. Ich bin in Kalifornien im Griffith Center gesehen, habe Hunger gehabt und habe dann gesehen, aus. Ein Hai gegessen. Nein, ein Sandwich und also Toastbrot so aufeinander und innen. Ich sage, was ist das? Und das ist Peanut Butter Jelly. Mhm. Oh, Peanut Butter, ja. Bistri. Das ist noch was anderes. Neben Jelly. So, was? Jelly. Oh, ja. Erdbeer auf dich. Ich so, dann ging er gegessen und dann ging er salzig mit der Nüsse. Und dann das Süße mit Erdbeer. Es ist eben so in der Kombination. Es funktioniert eben schon. Ja, ja. 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 Darf ich da einen kleinen Tipp geben an dieser Stelle? Mhm. Erdnussbutter. Wenn ihr gegangen habt mit dieser Mischung, eben das Salz und so. Erdnussbutter mit und auf eine Seite, auf die andere Seite Quittengelee. Die Kombination. Oh. Hey, das ist meiner Meinung nach die geilste Kombi. Ich habe alle Gombis ausprobiert. Ja. Nein, habe ich nicht. Aber das ist einfach, ich habe eh gerne Quittengelee. Wenn das sowieso nicht gegangen ist, ist es vielleicht nicht. Aber die Kombi ist richtig geil. Mhm. Ja, Quitte auch nochmal so etwas. Es ist nicht nur, also schon Essen, aber es hat halt so eine eigene. Mhm. Ja. Egal, der Weisheit hat mir gesagt, so, kommen wir zu unseren Honorable Mentions. Mhm. Wollen wir da einen nach dem anderen einfach mal aufzählen? Knallhart, ja. Gut, also fange ich mal an. Ohne jetzt Rätsel, jetzt sind wir nur noch so. Nein, klar, ja. Dirty Dancing. Klar. Ist auch so, wenn es spielt alles in einem Sommer, ist das auch relativ klassisch. Ja. Absolut. Nein, verdient, ja. Genau. Muss man sagen. Bin ich? Okay, jo. Midsommar. Grossartig! Ja, wir haben schon im Sommer Sinn. Ein schönes Sommerfestchen. Absolut, absolut. Ich habe mir auch kurz überlegt, den Wicker Man noch drauf zu nehmen. Mm. Ja. Hast du aber nicht gemacht, weil ich gefunden habe, es ist mir dann gleich. Ja, gell, halt mit den Engländern, es ist schon nie wirklich Sommer dort. Ja, also, es sieht zwar nicht regnen im Film, aber so sommerlich warm sieht es gleich nicht aus. Es hat zwar schon die ein oder andere Szene, was mir warm ums Herz geworden ist. Zu Recht. Ja. Oh, how do you do? Brit Eklund. Ja. Mid-90s. Wir haben schon darüber geredet, das Regiedebüt vom. Oh, jetzt ist es wieder. Oh Gott, ich werde jetzt wieder verprügelt von irgendjemandem. Schon wieder. Ah! Wie heißt er?
Jonah Hill, fuck. So. Ich will immer Seth Rogen sagen. Und immer wenn du Seth Rogen noch einmal mitmachst, sag ich, ah, look, Jonah Hill, Story Stars. Ich verwechsel dich immer wegen dem Namen. Ich weiß nicht, wie es ist. Aber Mid-90s, so semi-autobiografisch, eben 90 Jahre Skater-Szene, Kalifornien. Mhm. Für mich wahnsinnig toller Film und wahnsinnig schöne Sommerszenen. Okay. Mid-90s. Gut. Wenn wir es schon von der Britt Eklund hatten, James Bond, der Mann mit dem goldenen Colt. Oh, look jetzt. Mhm. Ja, weil nur schon die Szene in Thailand und alles und spielt da schon sehr, sehr viel an der Sonne in diesem Film. Ja. Voll, voll. Vor allem auch ein geiler Bösewicht, geiler Helfer vom Bösewicht. Aber wenn wir es ja auch gerade noch von Christopher Lee haben, ja. Das passt eben schon. Ja. Ich meine, du gehst schon Finn raus, ja, wo du das gesagt hast. Nein, ah, nein, ja, Britt Eklund. Klar. Zuerst mal. Fair. Ja, ja. Mhm. Ja, ist ja beides gut. Ja. Ich habe noch Into the Wild. Ah ja. Ja, macht Sinn, klar. Kommt zwar auch Schnee vor, aber es ja, ist halt so das alles Abenteuer, es ist so ein bisschen halt das Sommerferien-Feeling, Wandern und, und ja, wenn der Frühling kommt, ist immer so auch ein wichtiger Aspekt in einem Film. Voll. Into the Wild. Sehr gute Wahl. Erst kürzlich haben wir es davon gehabt, What's Eating Gilbert Grape, also Gilbert Grape, oder? Ja. Also, klar. Irgendwo in Iowa, Gilbert Grape, oder? Auch für mich eine wahnsinnig schöne, ja, einfach ein toller, auch ein Sommerfeeling-Film, weil halt auch, also das letzte Film, man weiß nicht genau, wo an und dann halt noch das Jugendliche. Oder so, ein ganz schöner Film. Absolut. Gut, dann habe ich jetzt einen, den ich gefunden habe, ich tue ihn auf keinen Fall in der normalen Liste erwähnen, weil ich habe den jetzt schon so oft gebracht, aber jetzt so als Menschen kann man den gleich noch bringen. Vacation natürlich. Absolut. Sommerferien mit der Familie. Also, ja, er hat auch wieder gepasst. Natürlich. Jo. Ich tue mir einfach nur noch so Listen aussuchen, weißt du, nach Themen, die einfach da immer passt. Das nächste Mal machen wir die besten Filme mit Chevy Chase. Ja, obwohl. Eben, keiner so, nennt Vacation. Aber Vacation ist ja so divers, da kannst du bei so vielen Sachen mit reinbringen. Das ist wahr. Vielleicht nicht bei den besten Horrorfilmen oder so, aber ja, sonst. Ja, das schaffen wir schon irgendwie. Ja. Irgendeinen Grund finden. Aber für gewisse Leute soll das der Horror sein. Voilà. Ja, das geht schon. Okay. Ja, Hill? Ich habe noch ein Stand by Me. Das Geheimnis eines Sommers. Ich meine, das ist schon. Voll. Eigentlich, ja. Könnte man fast sagen, der Elefant im Raum. Das mal so. Definitiv. Nein, definitiv. Einer von den meisten. Also sicher einer von den ersten, der einem in den Sinn kommt. Also ist bei mir auch praktisch nur der erste, der mir in den Sinn kommt. Ja, das stimmt. Auch wirklich ein toller Film. Also wirklich ein schöner Film. Da habe ich ja letzten Sommer habe ich da einen Rewatch gemacht, hier bei uns im Studio. Mhm. So einen Nachmittag. Keine Ahnung. Er ist wirklich Rob Reiner. Ja, und ein Wahnsinns, auch hier wieder ein wahnsinnig toller Kindercast. Ja. Das ist crazy. Also wo jetzt mitten nicht mehr Kinder sind. Nein, natürlich nicht, aber halt so zu der Zeit, wann ist der rausgekommen? 84? 86, ja. Also. Sie davon leben schon gar nicht. Das ist leider das auch wieder wohl, ja. Und das schon lange. Korrekt. Stand by me, weiter. Du bist dran? Ah, ich bin da. Fuck. Ja, ja. Hast du dich angeschaut? Hallo. Ja, das ist richtig. Hey, ich hau noch rein, einen recht neuen. Und ihr beide mega Pfiffene. Ich wüsste, ich habe euch wirklich sehr gerne, aber wir sind wirklich Oberpfiffene. Und wir sind mega Fan von Nicolas Cage. Oh, wir lieben ihn. Unbearable Weight of Massive Talent. Habt ihr beide Obergustis immer noch nicht gesehen? Oder? Ja, ich glaube immer noch nicht normal auf irgendeinem Streamer drauf, habe ich gemeint. Ich meine schon. Und selbst wenn nicht, schauen da einfach Kopf. Sag mich nochmal, Nicolas Cage spielt quasi sich selber mit Pedro Pascal, oder, wo wir alle lieben, mit oder ohne Helm. Mit Trucks und einfach oder Helm. Die Buddy-Komödie, die, es ist so herzlich und spielt da auch alles im sommerlich gefilten, oder dort, mit einem mega reichen Dude und so. Hey, und das ist so ein locker leichter Film mit so viel Humor und vor allem so viel Spitzen und Sachen, wo du wirklich sagen musst, wow, Nicolas Cage, du hast wirklich Humor bewiesen in diesem Film. Ich liebe ihn. Und er ist wirklich grossartig. Unbearable Weight of Massive Talent. Eben, der Sommer jetzt startet er ja mit dieser Folge quasi. Wir sind ja eigentlich starten, kann man sagen. Und die Jahreszeiten richten sich von jetzt an nach uns. Ja, ist richtig. Zumindest eine Zeit, die richtet sich an. Und darum, Unbearable Weight of Massive Talent. Okay. Dann habe ich noch auf der guten Liste noch eine ganze Filmreihe. Also? Und dann habe ich nachher nur noch einen schlechten. Die Filmreihe, das ist eine, die wird es so nie mehr wieder geben, weil sie so nicht mehr kannst verfilmen.
Warte. Ah, jetzt fällt mir. Das kann nicht sein. Nein. Oh noch schlimmer. Yes, Gott, du grusig. Also, hey, also oh, das Schlimmste. Also Sommerfeeling, wow. Wie sie es dort in Israel, ja, also der Sommer haben sie ja wahnsinnig gut eingefangen. Also ständig heiß, ständig und Glasse fressen, die Hormone, die auch durchdrehen, vermutlich wegen der Hitze, oder? Ja, auch natürlich. Muss es sein. Also irgendwie sind sie die halbe Filmreihe durch, in Badhosen rum. Ja. Leicht sehr erotisch. Ich hatte leicht sehr erotisch. Schon fast übergriffig. Ja. Also du siehst schon, ja. das ist so. Öffentliche Phase, hihihi, das ist heavy. Ja, das ist ganz nett. Aber ja, okay, fairer Pick. Nein, also ja. Ich muss aber früher ist es so als bisschen Schmuddelfilm also angesehen worden, aber ich finde es eigentlich, es ist, ja. Stimmt, heute ist es ein feministischer Beitrag. Obwohl, wenn du schaust, was sonst in der Welt so alles abläuft, eigentlich. Ja. Nein, ich meine, heute ist Verhältnis ist das. Ja, es ist. Ja, das halt ganze Umgetrickse, wie sie versucht haben, Frauen reinzulegen, um sie können umkriegen. Das ist natürlich nicht in Ordnung. Aber dass sie alle. Ja, sorry, dass die Hormone verrückt spielen, ganz normal. Wir sind auch mal jung gewesen. Wenn Buben in ein Schwimmbad gehen, gehen sie ja, zum Schwimmen. Nein, Volleyball spielen. Genau, zum Wasservolleyball oder so spielen. Genau. Genau. Wenn der Film halt das zeigt, was halt, ich sag mal, so junge Pubertierende mit drei Haufen Sack und keine Ahnung halt so machen. Ja, aber das darfst du ja nicht zeigen, weil das ist politisch nicht korrekt. Auch wenn es wahr ist. Ja, es ist der Kontext. Wir müssen natürlich zeigen, zum aufklären, nicht zum zeigen, dass. Ja, eben, ich sag ja. Umstritten, das dürfen wir, glaube ich, nicht mehr. Ja. Es macht trotzdem Spaß. Und die Soundtracks sind ja grossartig. Okay. Also, da kann man wirklich, da lasse ich jetzt wirklich nicht mehr diskutieren. Soundtracks sind so stark. Okay. Einfach mit jedem verdammten amerikanischen Rock'n'Roll-Hit drin, was es jemals geht. Ich kann ja auch mal kurz so überlegen, aber das Problem ist einfach, ich habe die ganze, es gibt höhere viel. Ja. Ich glaube, 7 Teile. Ja, und ich kann die nicht mehr auseinanderscheiden. Auseinanderscheiden. Wow, du hast den Kopf schon ganz auseinander gesehen. Ja, ich weiss auch nur noch, dass der vierte Teil, wo sie in der Armee müssen, der siebte auf dem Kreuzfahrt. Nein, warte, der sechste auf dem Kreuzfahrtschiff ist schon, ich glaube, im siebten haben sie ein Restaurant. Wir begrüßen euch herzlich zu einer weiteren Folge von Unnützem Filmwissen. Grossartig. Nein, ich finde es super, dass ich das weiss. Bedenklich, aber super. Und dass der Momo irgendwann nicht Momo heisst, sondern Johnny, und der Johnny heisst dann Momo. Finde ich genial. Ja. Hill, was hast du noch? Ich habe noch die Goonies. Ja, klar. Ja, also halt Sommerabenteuerfilm. Mhm. Mhm. Hast du den mal gesehen? Absolut, sehr lange her. Letztes Mal ganz kurz im Free TV. Okay. Ja. Ja, es ist halt Kinder, die einen Goldschatz suchen. Es ist ein Abenteuer. Mhm. Und einen grossen neuen Freund im Keller finden. Genau. Wow, ja. Ich habe gemerkt, es funktioniert so wie im Erwachsenenalter, wenn ich es so schaue, hat es nicht mehr den Charme. Mhm. Das habe ich eben letztens gemerkt. Aber es ist trotzdem ein guter Film. Alright. Also, ja. Absolut. Wie viel hast du noch? Nur noch einen schlechten. Ah, okay. Und dann mache ich ganz kurz. Ich habe noch Wild Things natürlich. Mhm. Ja. Haben wir aber auch schon eine ganze Folge darüber gemacht, da haben wir dann nur schnell wieder so. Ja. Napoleon Dynamite. Nicht ein klassischer Sommerfilm, obwohl es immer warm ist dort. Aber fuck, wird es mir warm ums Herz, weil ich habe selten so viel gelachen wie bei diesem Film. Mhm. Und dann noch einer, den muss unbedingt auch genannt werden, weil er ist halt wirklich einer, der das Sommerfeeling wahnsinnig gut eingefangen hat. Mhm. Es ist Call Me By Your Name. Armie Hammer und Timothée Chalamet, oder? Wo, also wirklich, der hat eine wirkliche Stimmung. Also, dass du willst gerade dort nach Italien dort Ferien machen und den ganzen Tag in Sandalen rumlaufen mit dem Velo ans Wasser fahren. Ah, wirklich toll. Okay. Aber was du nicht willst, ist gewisse Früchte essen. Die den Film gesehen haben, wissen, was ich meine. Mhm. So. Außer vielleicht doch, das ist auch okay für dich, aber nein, muss es nicht sein. Aber wo? Genau. Hey, ich habe gar keine Filme aufgeschrieben, die nicht gut sind. Okay. Ich habe jetzt extra schon 2-3 rausgesucht, weil ich keinen hatte. Aber hey, da fallen mir sicher spontan welche. Hau raus! Ja, also ich habe ja vorher schon gesagt, der Beach wäre eigentlich bei mir auf der schlechten Liste. Ja. Einfach, weil
ja, hat mir den falschen Zeitgeist getroffen. Ich habe also, mittlerweile es auch geschaut. Es ist ein Baywatch reingerutscht, dann kann man das schon arbeiten. Nein, hat mir mehr Spass gemacht. Ja, ja. Nein, das geht nicht. Kann man nicht vergleichen. Nein, ich habe den Beach dann später auch noch mal geschaut und dann war der ganz okay gewesen. Aber so am Anfang hat er mich ein bisschen... Muss ja eigentlich nicht jedem gefallen. Nein, nein, nein. Baywatch auch nicht so. Korrekt. Scheint es. Nein, aber weil er wirklich scheiße ist, ist die 1990er Buchverfilmung von Herr der Fliegen. Ist zwar wirklich ein totaler Sommerfilm, weil auf der einsamen Insel und alles. Haben wir, nachdem wir da in den Sinn kamen, noch überlegt, gibt es noch einen gescheiten Robinson Crusoe-Film, wo man gerade so in den Sinn kommt? Oder mit Pierce Brosnan oder so? So, nein, ich rufe den aus. Ich hatte schon auch irgendwie im Kopf noch ein paar gehabt. Auch Castle, ich gefunden, jetzt habe ich auch schon irgendwie 30 Mal gebrochen. Und es gibt irgendwie so all die ganzen Dinge. Ja, nein, aber Lord of the Flies habe ich recht mühsam gefunden zum Schauen. Auch irgendeinen so Kindercast, der einfach irgendwie nicht so richtig verhebt hat. Dementsprechend hat es hat auch nicht viel gegeben, die sich dann als Schauspieler wirklich durchsetzen können. Der Hauptcharakter Balthasar Getty, da habe ich noch in ein paar Filmen gesehen, aber der kennt keine Sau. Der hat vermutlich keine Rolle bekommen, wenn sie Vater nicht Milliardär wäre. Oder als sein Großvater, ich weiß es nicht mehr. Jetzt machen wir schnell einen Test, Jungs. Mach nur weiter. Ja, Test. 1, 2, 3. Ah, okay. Soll ich einen bösen? Hey. Ja. Okay, jetzt ist er weg. Oh. Jetzt kann man alles sagen. Ah, findest du den weißen Hai auch so scheiße? Absolut, ja. Ach, nein, du siehst die ganze Zeit, dass das Ding ein Puppen ist und dass das nicht echt ist und dass sich die Hauptdarsteller gar nicht mögen. Und, genau. Nein, furchtbar. Ich habe irgendeine Flosse im Affen. Ja, und fischeln tut das Ding auch noch. Nee, jo. Ja. Nein, ist natürlich gut. Nein, ja, also Hil, was hast du noch für Sachen, die du möchtest sagen, wenn der Alex nicht da ist? Der räumt ja auch nicht auf, das ist so ein Puff. Der macht sich breit. Ja, der Messi. Darfst du nicht sagen, weißt du? Nein, nein, darfst du nicht sagen. Nein. So. Ist also. Ist echt rausgegangen? Hat er so ein Mikrofon? Ich glaube, der müssen wir schiffen. Ich glaube auch, der hat irgendwie gesehen, was er gesagt hat. Ja, also oder ist es einiger rauchen? Keine Ahnung. Oder es kommt, er holt einen rein, ein Special Guest, so ein Mr. Summer. oh nein, ich bekomme echt noch Besuch. Mist. Keine Ahnung. Ja, also komm, machen wir schnell fertig. Ja, ja, also, was hast du für gut. Zwei, die du schlecht findest? Also ich habe noch Kindsköpfe. Ja, ich habe den Film. Oh, halb lustig. Ich meine, Adam Sandler, der Rob Schneider, Kevin James und Chris Rock auf einem Haufen. David Spade ist auch noch dabei. Welle? Ah ja, stimmt. David ja. Spade, der erste ist noch dabei. Stimmt, ich rede gerade auf dem Viertel, der Schnitzel. Hat er noch oft? Ja, den kennen nicht. Okay. Gut, das ist meist so, wenn man Schnitzel und eine Brille dann nimmt, weißt du, so die. Ja. Ja. Ja, ich mag ihn eben schon noch, die Kindsköpfe. Ja, ich mag ich schon noch. Gerade die Szenen im Wasserpark, die sind schon extrem Sommer und alles. Ja. Die Challenges, die sich das Typ sehr mit dem bricht. Ist es im Wasserpark, wo sie auf eine Klippe springen? Oder ist es? Nein, das ist nicht mehr anders. Aber im Wasserpark hängen sie sich an das Seil, was sich dann unten abweisen. Ja. Und Steve Buscemi muss sich. Ja, der Fiesta. Ja. So, da bin ich noch. Oh. Fertig gelästert, Scheiße. Ja, schön. Nein, ich habe gefunden, ich kann jetzt auch mal schnell Pipi machen und euch weiterreden. Ja, nein, jetzt einfach mal schnell. Ich habe gedacht, holen einen Special Guest haben, so irgendwie so einen Sommertyp oder so einen Surfer-Typ. Nein. Ja. Ich habe einfach Lust, aufs WC zu gehen. Und habe gefunden, hey, komm. Ich habe eh keine schlechten Filme aufgeschrieben, pfeifen, wie ich bin. Und ich habe gedacht, vielleicht so beim Pinkeln fällt mir so einen richtig schlechten Sommerfilm ein. Und ey, vielleicht fliegt man einen in die Hose. Ja. Es gibt schon einige, ja. Also, Also der Hill hat jetzt gerade, damit du im Bild bist, hat er Kindsköpfe erwähnt. Ja, habe ich nicht gesehen. Ja, ich mag ihn eben noch, aber macht er nicht. So. Du hast gesagt, du hast noch einen zweiten. Ja, ich hatte noch die Mumie. Ist halt mit Wüste und heiß und Sonne. Da finde ich nicht gut. Nein, ich habe den nicht gut gefunden. Ich muss eher sagen, ich habe ein Problem mit Brent Fraser schon immer ein bisschen gehabt. Nicht bei allen Filmen, aber. Gut, aber hat das hätte mal. Der Gang wieder. Gut, wenn das sagt, könnte ich Scorpion King sagen. Da wow. Habe ich auf dem Zahn. Ist richtig beschissen. Und alle drei Teile, und es wird noch schlimmer. Es gibt mehrere. Es gibt drei. Ich habe sie alle gesehen. Haben Sie mal gewusst, dass es ist mal in Planung war, eine Wilhelm Tell-Film zu machen und Brandon hat durch Tell spielen. Okay. So nicht? Ist aber schon ewig her. Hat die geschaut?
Mein Problem, er hat einfach so zu viel Komik immer in seiner Rolle drin. Und da habe ich bei der Mumie halt eben, das ist so das, Ein bisschen nachvollziehbar. Und CGI-technisch ist es ja nicht gerade so wirklich oben. Ist egal. Er ist der George Out of the Jungle gesehen, Mann. Ja gut, der wieder. Und ja, er ist gerade kürzlich in, ja natürlich, im The Whale. Ja, und Steinzeit Junior ist er auch gesehen. Steinzeit Junior? Der ist auch sehr lustig. Ja, da habe ich jetzt wieder schlecht in Erinnerung. Aber kann sein, dass er eigentlich gar nicht so schlecht ist. Gut, der Pauly Shaw spielt mit, das heisst, es ist nicht gerade ein Prädikat für oben mega gut. Aber also die Gefahr ist groß, dass ich ihn auch blöd finde. Das ist schon so, ja. Ja. Ich weiß nicht, irgendwie so, ich finde das auch mega schwierig, weißt du? Ich meine, klar, beste Film, das ist ja unser liebster Film, oder? Ja. Aber schlechte Filme, die vergesse ich eben praktisch immer. Mhm. Also ich habe da wirklich einen sehr starken Verdrängungsmodus oder so. Wenn, weißt du, wenn jetzt jemand einen Film nennt, dann sage ich gerade so, yes, es geht. Dann kommt es mir schon wieder in den Sinn. Aber das macht mir immer am meisten Sorgen, wenn es heisst, komm, wir machen noch unsere Flops. Da fällt mir fast nie etwas. Also da muss ich richtig kämpfen. Das Problem ist, auch oft weisst du im Vorhinein schon, dass es ein recht schlechter Film ist. Mhm. Oder halt eben so, dass nicht so, ich meine, dann schaust du den Film, fängst du, oh, das ist nicht gut, aber es ist wirklich nicht so schlecht, dass du sagst, hey, das ist voll ein Flop. Ja, so. Und dann ist es noch so, eben so mit Sommer, also ich assoziiere mit Sommer eigentlich immer etwas Positives. Irgendwie, weißt du, so einfach ein gutes Feeling oder so. Darum habe ich jetzt auch gar keine Horrorfilme drin, weil eigentlich, ich habe Freitag 2 drin, aber wegen der Thematik vom Camp. Weil sonst, ich meine, ganz ehrlich, Texas Chainsaw Massacre, schwül, heiß die ganze Zeit. Das ist nicht voll Sommer, aber es ist eine unangenehme Art von Sommer. Absolut. Ja, darum habe ich da nicht. Oder Hills of Ice, ist ja auch, sind sie auch Wiest am Mummetuckeln. Ja, und es ist auch ziemlich warm. Ja, absolut. Und Wiest. Und Wiest, ja. Richtig. Da habe ich wieder mal Bock zum Schauen. Schon Ewigkeiten. Alter, oder die neue? Ich habe da einmal Der neue. Ich habe. Ich muss gerade überlegen. Vom Alten gibt es ja auch mehrere Teile. Also der erste, da bin ich eingeschlafen. Ich habe ihn tatsächlich mittlerweile rumzulegen. Auf DVD habe ich aber noch nicht geschaut. So ein DVD-Paket auf Ricardo gekauft, da war auch mit dabei. Ja, habe noch cool gefunden. Okay. Aber die zwei neuen sind halt eben schon sehr cool. Ich habe nur den ersten gesehen, aber den habe ich grossartig gefunden. Ja, ja. Vor allem, da passiert einfach alles, wo du denkst, nein, das machen die nie. Ja, voll so. Genau, das Gang ist weg von dem Kinderkrippli. Nein! Pfui! Nein, du denkst einfach, ja, der oder die oder was auch immer überlebt ja sowieso. Ja, ist ja easy. Der oder die oder das geht jetzt drauf. So. Oh fucking hell, die haben das jetzt nicht wirklich gemacht. Oh, schöner Hydro-Zerfall, das muss man schon sagen. Schöner Film. Ja, macht Spass. Apropos schöne Filme, wir haben heute wirklich ein paar richtige Knaller rausgehauen, gerade mit einem guten Film. Point Break, The Beach, Peanut Butter Falcon, American Pie 2, Waterworld, Predator, Friday the 13th Part 2, Falling Down, Das Fenster zum Hof, Rear Window, Baywatch, Hawaiian Wedding, Dusk Till Dawn, It, White Man Can Jump, Sunshine, Jaws, Dirty Dancing, Midsommar, Mid-90s, James Bond, Goldener Colt, Into the Wild, What's Eating, Gilbert Grape, National Lampoon's Vacation, Stand By Me, The Unbearable Weight of Massive Talent, Eis am Stiel und Goonies. Also es ist wirklich eine sackstarke Liste. Es ist alles dabei. Heiße Streifen. Also ich würde sagen, der Sommer kann kommen. Für unsere Zuhörer und Zuhörer, die vielleicht gewisse Filme von hier noch nicht gesehen haben, alle nachholen. Bis vielleicht... Jetzt kann ich. Also, wir haben jetzt nicht schon zum 20. Mal den weißen Hai schauen. Also, irgendwo hört es. Ich kann es euch nur empfehlen. Nein, schaut ihn nicht daheim, weil er kommt demnächst im Kino. Vom Bucco organisiert im Excelsior. Im August. Yes. Und ansonsten, überhaupt, holt euch überhaupt noch Sticker für das Festival. Es geht so ab. Es ist so crazy. Das Programm ist raus. Ihr seid völlig geil drauf jetzt. Ihr könnt alles anschauen. Und ich würde mal sagen, die Tickets gehen weg wie warme Wickli. Ah, ist das Programm jetzt ganz draussen? Zum Zeitpunkt von der Veröffentlichung, ja. Oh. Vielleicht kaufe ich jetzt auch noch ein Ticket. Zum Zeitpunkt von dieser Aufnahme? Nein. Auf jeden Fall hat es mega Spass gemacht. Ich hoffe, hey, wenn ihr noch irgendwelche Tipps und Sachen habt, schreibt es uns in den Kommentaren, in den sozialen Medien. Gerne sind 5 Sterne. Und bleibt uns einfach treu. So wie wir euch auch treu bleiben. Oh, ja. Oder? Wir haben noch nie Zuhörer ausgewechselt. Das ist wirklich ein grosses Kino. Ja.
Ist gern geschehen. Ich habe auch noch nie einen Zuhörer mit einem anderen Zuhörer betrogen. Wirklich nicht. Machen wir nicht. Wahrscheinlich wird jetzt die ein oder andere gerade sagen, doch! Und nein, sag ich. Hey! Wir haben weibliche Zuhörer? Doch, oh, wissen, ja. Wir ja. Wissen wir ja. Und die sind ganz toll. Ja. Und die männlichen auch. Ja. Und alle dazwischen auch. Alle sind toll, die uns hören. Dankeschön vielmals. Da haben wir keine Vorurteile. Bis zur nächsten Folge. Tschüss zusammen! Tschüss! Appelbadi, Jungs!